Gleich geht es los mit der Pen & Paper Rollenspielrunde. Es ist ein Fanprojekt. Alle Beteiligten sind Laien und es wird so gespielt, wie es ihnen Spaß macht. Sie verkörpern dabei fiktive Charaktere, sie Schauspielern. Aussagen und Handlungen der Charaktere können also stark davon abweichen, was die Beteiligten denken oder tun würden. Dabei können auch schwierige Themen vorkommen. Wenn du merkst, dass das gerade nichts für dich ist, dann überspring die Szene oder schau einfach in der nächsten Folge wieder rein. Und damit viel Spaß! Sie lügen, wenn sie sagen, das Licht sei der Ursprung. Ich habe es gesehen und weiß, dass die Dunkelheit unsere wahre Heimat ist. Und nun, da diese Dunkelheit ihr Recht am Himmel fordert, fliehen die feigen Lügner, die Alten, die Sterne, hierher zurück. Doch hier warte ich, und ich werde ihre Seelen wieder finden. Ich werde euch alle von ihren Lügen befreien. Das Licht muss enden, damit wir alle zurückkehren können in die Unendlichkeit der Dunkelheit, von der wir kommen. Ich bin Aran Talvar. Und wer soll mich aufhalten? Hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen & Paper Rollenspiel. Wir spielen heute wieder DSA ohne DSA-Regeln und stattdessen mit den Regeln von Cinema. Kriegt ihr auf rollenhörspiel.de umsonst, wenn ihr die mal austesten wollt, die Spielregeln. Habe ich euch verlinkt im Chat. Wer da Lust drauf hat, guckt da mal rein. Vielen Dank auch nochmal an den Tengil für den Sub im Vorspann. 10 Monate schon, meine Güte. Dankeschön. Ja, ich bin heute natürlich wieder nicht alleine, sondern ich habe natürlich wieder charmante MitspielerInnen dabei. Weil alleine spielen macht ja keinen Spaß, ne? Heute mit dabei der Pölle als Arikio Ludoviki oder so ähnlich. Kio. Der Listige mit euch. Ja, diese horasischen Namen, ne? Das weiß ich nicht, ob ich das jemals hinkriege. Genau, der spielt einen Mondschatten des Fex, genau. Einen offenen Mondschatten des Fex. Bald kommt übrigens eine schöne Folge von Neulich in Aventurien, so einem Fan-Podcast zur aventurischen Welt und zum Spielsystem DSA. Kommt eine Folge raus über Geheimnisse am Spieltisch. Weil da brichst du gerade mit deinem Fexgeweihten so ein bisschen, weil da haben wir ganz oft Fexgeweihte genannt als Beispiel, weil die meistens ja nicht so offen am Tisch als Fexgeweihte zu erkennen sind. Aber naja, unser Arikio ist das. Ja. Außerdem haben wir ganz offen einen Krieger aus Weiden, nämlich den Rintaro, der spielt Lumin Geldor von Tralo. Hallo zusammen. Guck mal hier, weidnerische Namen sind einfach einfacher. Bin ich alle Namen davon weidnerisch? Ja.
Dann haben wir mit dabei die Stadtpoetin, die spielt Shayaril Eulenschwinge, auelfische Wildnisläuferin. Hallo zusammen. Und wir haben dabei den Slife als Snorri Ragnarsson. Svafnir zum Große. Der Torwaldsche Schiffszimmermann und last but not least Elanor, neu dazugestoßen in den letzten Folgen als Tashmeru Sabaladia. Aladia? Doch, ja. Das ist auch schon wieder ein schwieriger Name. Aladia, ganz einfach. Ja, ganz ja, einfach. Die Zwölfe zum Große. Arifio ist auch ganz einfach. Eine Marburg-Geweihte. Genau. Ja, auf der Suche nach eigentlich einem Artefakt ihrer Kirche, das eigentlich Lumin bei sich haben sollte, aber dann doch nicht irgendwie hat. Stattdessen jetzt hineingezogen in die Geschehnisse, um die Suche nach dem Hilferuf irgendeines Elfen oder was auch immer da um Hilfe gerufen hat. Zumindest hat es in elfischer Weise im Vermächtnis der Völker Snorri, Arikfio, Numin, Shayaril und Tashmeru eine Vision zukommen lassen. Tashmeru nicht, nee. Aber, ja, ihr wisst doch. Und genau, um Hilfe gerufen. Und ihr habt durch einige Studien herausgefunden, dass es sich hier irgendwie auch um irgendwas Vampirisches handelt. Ein Elfenvampir vielleicht, der hinter allem steckt. Ihr kennt euch alle außer Lumin gar nicht so gut aus mit Vampiren. Lumin kommt aus Weiden, da gab es mal eine Vampirplage irgendwann mal vor ein paar Jahren. Und auch seine Familie ist irgendwie heimgesucht von Vampiren, mehr oder weniger. Aber als gut auskennen würde ich das auch noch nicht behaupten. Genau, ja. Deswegen habt ihr jetzt ja mal eine Spezialistin mit an Bord. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Also Spezialistin in Anführungsstrichen. genau. Und sie musste auch schon eingreifen, weil Shayarils Gefährte, elfische Gefährtin von früher, die ist zum Vampir gewandelt worden und hätte sich beinahe an Shayaril vergriffen. Aber Tashmeru ist eingeschritten. Und beim letzten Mal habt ihr auch noch herausgefunden, dass diese Vampirin einen ziemlichen Unsinn angestellt hat, nämlich einen Goblin-Stamm ihrer Schamanin beraubt hat und sich selbst als Schamanin intronisiert hatte. Und ihr habt jetzt irgendwie dafür gesorgt, dass dass eine ortsansässige Hexe jetzt Vorsteherin des Goblin-Stammes werden soll. Das ist ihr selber gar nicht so recht, aber naja, besser als marodierende Goblin-Horden, die da irgendwie durch die Wälder ziehen. irgendwie auf der Suche sind nach irgendwas. ja, und das war ganz schön schwierig. Außerdem habt ihr eine Elfe kennengelernt, die erst im Fieber lag und der ihr ja geholfen habt. Ariana Einhorngruß, eine elfische Wagenlenkerin, die einen lebenden Wagen hat. Und auch angeblich schon mal am großen Donnersturmrennen teilgenommen hat. Was zumindest Lumin als Rondra-Gläubigen mal was gesagt hat. Weil dort eines der großen Wunder Rondras ja jedes Mal irgendwie als Reis ausgefochten wird. Gibt es auch ein schönes Abenteuer zu übrigens. Das große Donnersturmrennen. Ja, und ihr macht euch ja jetzt auf die Reise immer den Visionen hinterher. Das heißt, ihr müsst weiter am Salamander, an den Gebirge der Salamandersteine entlang. Blende das mal kurz ein. Hier in Quillquell wart ihr. Das ist so in der Mitte jetzt hier, ne? Wie ihr sehen. Und anscheinend sollt ihr nach den Visionen weiter erstmal Richtung Westen laufen, um dann irgendwann in den Silberbuchenwald an den Salamandersteinen zu gelangen. Da, wo die Waldelfen hausen. Und ich würde sagen, wir überspringen jetzt ein paar Reise-Episoden, die es eigentlich im Abenteuer auch noch gibt.
Aber das ist ja so ein typisch für DSA. Das, ich finde, so Zufallstabellen und so muss man nicht unbedingt machen. Deswegen würde ich euch einfach mal fragen, wenn ihr jetzt mit den drei Magiern, mit denen ihr unterwegs seid, mit Professor Silberhaar, mit Adepta Tassia und mit Gilberto Castellani, was macht ihr denn so jetzt auf der schwierigen Reise? Ja, so halb durch die Wälder am Fluss entlang, Richtung Westen. Habt ihr irgendwas, worüber ihr euch noch unterhalten wollt? Irgendwas, was ihr anstellen wollt? Irgendwas, wo ihr Nachforschungen anstellen wollt, so gut man das kann? Ja, Shayaril hatte ja zum Beispiel auch was mitgehen lassen aus dem Wald, nahe bei Quillquell, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Irgend so ein Bimsel, was im Baum hing. Vielleicht guckst du dir das mal ein bisschen besser an. Ja, ansonsten können wir ja mal gucken. Jeder von euch kann ja mal so irgendwie so sagen, was so der Fokus ist für die Reise. Und dann können wir von da aus weiter starten. Wenn alle hier Eine schreien. Freiwillige vor. Ja, Lumen wird hauptsächlich versuchen aufzupassen. Er wird wieder die ganze Zeit hinten gehen und Ich gebe euch noch mal schauen. ein bisschen Zeit, indem ich sage, was die drei Magier machen. Professor Silberhaar ist sehr agil und sehr helle für seine Verhältnisse. Sehr aufgeräumt. Adepta Tassia muss ihn gar nicht groß irgendwie auf irgendwelche Sachen hinweisen. Er marschiert sturstracks voran und scheint auch genau zu wissen, wo man lang muss. Shayaril hat manchmal, also die wird ja immer vorgeschickt als Sucherin des Weges, als Wildnisläuferin kennt sie sich ja aus. Aber der ist ja öfters mal hinten auf den Fersen. Und das hätte man dem alten Mann gar nicht zugetraut. Und Adepta Tassia hat ihre großen Mühen, hinter dem alten Mann herzulaufen und herzukommen. Und Alberto ist ziemlich schweigsam. Ja, macht so gut wie keine Anstalten und irgendwem großartig in ein Gespräch zu kommen, zumindest von sich aus nicht, wenn ihr das irgendwie machen wollt, gerne. Am ehesten sucht er die Nähe zu Erikio oder zu Lumin. Das sind die beiden, die er am besten kennt. Und er beschwert sich immer mal wieder über Adepta Tassia oder über Professor Silberhaar. Welche Art sind die Beschwerden? Nochmal? Also ich höre, also mich hat man eben, glaube ich, auch nicht gehört, oder? Kann das sein, dass der Koali So, sag uns nicht nochmal. hört? Sag nochmal. Hallo, hallo, hallo. Ja, passt schon. Einen guten Tag. Welche Art sind die Beschwerden? Ja, dass man so viele Kilometer zurücklegt und dass man viel öfter Pausen machen sollte und dass ihm die Füße wehtun und Okay, ich ja. hätte gedacht, irgendwas Interessantes. Man könnte viel noch magische Forschungen hier anstellen, weil hin und wieder sieht man tatsächlich so das Wasser ein bisschen funkeln und glitzern, was so ein bisschen magische Art ist. Und er vermutet ein paar Nymphen vielleicht, die man vielleicht hervorlocken könnte. Würde sie viel lieber noch mehr Zeit verbringen an der einen oder anderen Stelle, aber Professor Silberhaar möchte schnurstracks den Weg entlang. Außerdem fragt der Lumin und Aerithio immer, was meint ihr, was wir am Ende der Reise finden? Ein Baum mit einem Elfen drin. Das ist die weidende Antwort, die ich erwartet hätte. Bin stets bemüht, dich nicht zu enttäuschen. Wieso? Du hast ja auch recht. Baum mit einem Elfen drin, der um Hilfe ruft, weil er im Baum gefangen ist. Oder wie? Also vielleicht wird er angegriffen oder sowas. Ich würde vorschlagen, die Traumhermeneutik überlassen wir unserer Boron-Geweihten. Die ist mir Bitte, nicht ganz Verschmierung. geheuer. Warum? Weil sie so wenig redet? Die guckt immer so komisch. Sie ist Aranierin und eine Boron-Geweihte. Das sind zwei Faktoren, die es für dich schwierig machen dürften, sie wirklich zu verstehen.
Ja, wir verstehen uns schon. Gut. Ist das denn alles koscher? Ich meine, irgendein Boron-Geweihter, der durch die Wälder zieht? Also. Ich guck mal so an mir runter. Ich bin jetzt auch kein Firun-Geweihter. Naja, du bist in offizieller Anstellung der Akademie unterwegs. Und sie ist in offizieller Anstellung meines Vaters unterwegs. Kann man so sagen, ja. Tashmiro schließt zu euch auf. Sie hat sich angeschlichen. Respektive mehr im Auftrag meines Ordens jetzt. Ich habe diesen Flock hier mehr oder weniger gefunden. Ich habe euch gefunden, Lumin. Also bin ich jetzt im Auftrag meines Ordens unterwegs. Um was zu tun? Um was zu tun? Ich unterstütze euch beim Kampf gegen die Kreaturen des 13. Ah ja, ja, ja. Ja, da sind wir sehr dankbar. Vielen Dank, ja. Mhm. Ja. Wo du deinen Orden so betonst, was ist denn das für ein Orden? Die Morbiden. Ach so. Ja, und? Ja, Moment, das heißt, du bist überhaupt keine Boron-Geweihte? Nicht wirklich, nein. Also, nein. Tatsächlich hat... Also eine Geweihte der Mabu oder seid ihr gar keine Geweihte? Ihr habt aufgepasst, als ich vor ein paar Tagen mit euch am Brunnen gesprochen habe, Lumin. Ja, ich bin eine Geweihte der Mabu. Eine von wenigen. Ich wusste gar nicht, dass die Geweihte haben. Also ich bin eher ein bisschen, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn Mabu, also ich meine, Nandus hat auch Geweihte. Aber ich gehe jetzt mal einfach da, also das passt für mich nicht zusammen, Mabu auf der einen Seite und ziemlich, ja, virtuoser Umgang mit dem Dolch, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, natürlich verstehe ich das. Nun. Also wäre ich jetzt nicht davon ausgegangen, dass, hört viel über Aranien, aber dass selbst Mabo-Geweihte so gut kämpfen können, irre? Es liegt auch an dem Pfad, den ich beschreite. Ja, es gibt... Aber bisher teilt dieses Wissen nicht, wenn wir irgendwo... wieder unter in der Zivilisation sind. Es gibt zwei Pfade. Die Heiler, die ihr wahrscheinlich am ehesten kennt, die noch eher die klassischen Mabiden sind. Und jemand wie ich, der sich Wissen über Vampire eingeeignet hat und Vampire jagt. Und dementsprechend auch mit einer Waffe umgehen muss. Gibt es denn noch so viele Vampire in der Welt? Ich alleine habe 3 getötet, bei euch sind es 2 gewesen. Es tauchen immer mal wieder auf. Lumin guckt tatsächlich sehr beeindruckt. Man munkelt, im Heer von Borbarat soll es einige gegeben haben. Kann gut sein. Aber... darüber haben wir in den Schwarzen Landen gibt es bestimmt noch ganz viele. Da weiß ich nicht. Also besser als hier im Wald, glaube ich. Also mehr. Also die Chance ist, glaube ich, höher. Ja, das kann gut sein. Aber wenn hier gegen wahrhafte Kreaturen des 13. gekämpft wurde, diese Schattenspinne, bin ich, denke ich, doch schon auf dem richtigen Pfad. Sonst hätte mich die Göttin nicht hierhin geleitet. Schön, dass ihr so eine solche Sicherheit habt. Aber eure Hilfe ist willkommen, gerade falls wir nochmal Gefahr laufen, auf einen Vampir zu treffen. Ja, ich fühle mich auch direkt sicherer. Ich hätte versucht, mich nicht mehr allzu sehr anzuschleichen. Ja, das wäre auch ganz, ganz nett. Mhm, ja.
Ich falle so ein bisschen hinter Lumin und den Magier und zwinker ihr so zu. Versprechen heißt ja nicht tun. Ja, weiter vorne in den Weg entlang, wo Adepta Tassia hechelnd hinter Professor Silberhaar und Shayariel herläuft, bahnt sich auch Snorri seinen Weg, glaube ich. Und vielleicht Snorri als etwas wasseraffinerem Menschen fällt auf jeden Fall auch dieses immer wieder merkwürdige Farbenspiel auf dem Fluss auf. Je weiter ihr jetzt nach Westen oder besser gesagt nach, ja, ihr seid ein bisschen südlich auch noch rein eingeschlagen. Je weiter ihr lauft, desto merkwürdiger wird hier alles, irgendwie, was der Fluss so von sich gibt. Irgendwie, es passt nicht zum Sonneneinstrahlung und manchmal hast du das Gefühl, dass der Fluss in die andere Richtung fließt, obwohl er eigentlich, aber wenn du dann zwinkerst und wieder hinguckst, läuft, dann fließt er doch wieder richtig rum. Manchmal springt so ein Fisch aus dem, irgendwie in die Höhe aus dem Wasser und du siehst ihn aber nicht wieder reinplumpsen, sondern der verschwindet einfach oben in der Luft. Du traust deinen Augen irgendwie. Alles, was mit diesem Fluss zu tun hat, ist ein bisschen komisch. Das ist in der Tat merkwürdig. Ich versuche mir da ein bisschen einen Reim drauf zu machen. Und ich denke immer noch über diesen lebendigen Wagen nach. Ich war ein bisschen zu platt, um mich irgendwie damit näher zu befassen. Aber frage mich, ob das Bedeutung und Konsequenzen haben könnte für Schiffsbau. Und versuche auch bei nächster Gelegenheit, irgendwie bei einer Rast oder so, mal mit einem der magiebegabten Charaktere ins Gespräch zu kommen, was das wohl für eine Form der Magie ist, die mir natürlich, also unbekannt ist, aber die mich höchst fasziniert. Also, dass Gefährte sich von selber bewegen können, fände ich natürlich also äußerst praktisch in die Schiffsbaukunst zu implementieren. Also hat mich äußerst fasziniert und ich versuche aber auch mal so einen Schluck irgendwie oder so mal die Hand in dieses Wasser zu halten, gucke mal, was dann passiert, wenn das, gerade wenn ich so den Eindruck habe, dass da jetzt irgendwie sozusagen die Richtung wechselt, es geht dann mal so kühl und nass und wenn du es irgendwie so ins Gesicht spritzt, erfrischend. Klares Flusswasser. Okay. Alles gut, Snorri? Hast du den Fluss mal gesehen? Er ist nicht wirklich schwer zu übersehen. Ja, aber manchmal fließt er in eine andere Richtung und er glitzert. Und er macht Dinge, die Flüsse nicht tun sollen. Er glitzert? Andere Richtung? Du guckst das erste Mal jetzt mal bewusst auf diesen Fluss. Ich habe ja schon viel Wasser gesehen, aber das finde ich irritierend und faszinierend. Also Lumin sieht da nichts. Das ist halt ein Fluss. Für mich sieht der Fluss ziemlich flussig aus. Das macht's ja noch spannender. Also ich reibe mir mal die Augen und gucke noch mal auf den Fluss. Aber hast du genug getrunken, Snorri? Ja. Also ich fülle mir mal so den Wasserschlauch mit Flusswasser. Vielleicht solltest du nicht das Flusswasser trinken. Auch wieder wahr. Ich nehme einen Schluck Prima Feuer. Dann würde ich den Fluss auch glitzern sehen. Ja, genau. Und wenn ich abends, also, naja, kommen wir vielleicht noch zu so einer Lagerfeuerszene. Gibt's hier Totholz im Wald? Ja, bestimmt. Boah, dann schaue ich mal, halte ich mal tagsüber Ausschau nach so einem schönen Stück, aus dem man irgendwas schnitzen kann abends, so fürs Lagerfeuer, zur Beschäftigung. Mhm. Ja, sollst du auf jeden Fall finden. Ja. Du wirst auch dann von Adepta Tassia sehr intensiv beim Schnitzen beobachtet. Die scheint das sehr faszinierend zu finden.
Ja, und wenn du dann mit ihr eine Fragen stellst zu dem Wagen, meint sie dann, so wie ich das verstanden habe, läuft der Wagen aber gar nicht so richtig selbstständig. Man brauchte ja Ponys, um ihn zu ziehen. Ach so, aber er hatte doch keine Räder und so, aber, Ja, aber oder? Füße, also Wurzelfüße. Füße? Aber braucht er nicht irgendwie Magie oder so? Ja, ich denke, das war Magie. Ja, elfische Former oder so heißen die Magier unter ihnen. Nicht wahr, Shayariel? Former heißen die, oder? Ich bin weit weg. Ich höre euch flüstern und nicke nur mit dem Kopf. Ich laufe hier weit voran. Er ist jetzt so abends beim Lager, deswegen. Ah, sind schon angekommen. Ja, wie gesagt, ich springe mal ein bisschen. Snorri wollte ja abends beim Lagerfeuer mit Adeptatassia schnitzen und reden. Faszinierend. Es ist auch nicht viel faszinierender als Schnitzkunst, glaube ich. Also für die Elfen. Dankeschön. Shayariel ist ein bisschen, naja, schlecht drauf oder so. Ich weiß nicht, sie lächelt und lacht immer und eigentlich läuft sie mal vor und Professor Silberhaar immer hinterher und ich hinter Professor Silberhaar her und dann kommt eine große Lücke und dann kommst du und dann kommt wieder eine große Lücke und dann kommt der Rest. Aber irgendwie, sie redet kaum mit uns. Frag sie doch mal nach dem Wagen vielleicht. Jetzt sagt sie dir mehr dazu. Also ich weiß das ja auch nicht, wie elfische Magie so richtig. Also ich weiß schon, also ist in der Theorie, aber es ist ja noch was anderes, als wenn. Vielleicht bringt sie uns was bei. Apropos beibringen, hast du deine Istira-Lektion schon gemacht auf dem Weg? Ich gucke auf meine Füße und versuche so das zusammenzukramen, was diese Goblin-Schlacht noch überlebt hat. Man merkt, ich gebe mir Mühe, aber es fällt mir auch wirklich schwer. Ich stammle mir also die letzte Lektion irgendwie zusammen. War das so mit wie schnell wie der Wind oder so? Ja. Ha. Ah, also sichtlich erleichtert und erfreut, dass er das irgendwie sich behalten hat. Und hier das Geschwungene ist, dass er ein Sch oder er ein Sch. Wie Ein würdet ihr Stück. das? Ja, ich erinnere mich. Traust dich Ja, nicht, sie. Lu. Also, ich kann auch nach vorne gehen und sie zu uns rüberholen. Also, die sitzt ja da vorne irgendwie gerade noch so im Feuerschein. Ist nicht, was macht die überhaupt da? Ich finde ja Elfen total faszinierend. Vor allen Dingen Versuche ist die ganze Shaya. Zeit wegzuhören. Ich will das gar nicht wissen. Ich höre das natürlich, aber ich tue einfach so, als würde ich es ignorieren und Vor allen gucke Dingen weiter ist ins Feuer. Shayariel ja so anders als die Elfen in Gerasim. Mit denen bin ich ja so. Also, so. Hä? Nicht so leise reden. Ich glaube, für Shayari hatte diese Gemeinschaft eine große Bedeutung. Sie hat da ihre Freundin verloren. Und ich kann Ah. mir vorstellen, weißt du, wir Torvaler, wir haben ja auch so Schiffsgemeinschaften. Da geht man fürs Leben rein und immer wenn einer fehlt, dann ist Ist das Torval auch. eigentlich noch weit von hier? Oh ja. Oh ja. Hm. Man muss noch durch. Oh. Ja, mindestens durch das ganze Orkland und durch das Zweltal und es ist eine weite Reise. Oder man muss nach Riva und von da aus das Schiff nehmen. Es ist weit. Aber ihr müsst mal nach Torval. Oder du musst mal nach Torval. Ja, irgendwann, wenn ich meine
Magisterprüfung mal fertig habe. Oder nach Olpor zur Akademie. Auch spannend. Wenn die Hesinde-Dispute da mal sind, komme ich da bestimmt mal hin. Ja. Also es lohnt sich. Lohnt sich. Olpor anzuschauen. Auf jeden Fall. Schmero hat doch hier jetzt auch so eine schöne Beerdigungssache gemacht. Meinst du, das reicht Shayariel nicht? Naja, Shayariel glaubt ja irgendwie andere Dinge und sagt ja auch immer, die Elfen gehen ins Licht und ob eine Elfe, die zu Staub zerfallen, ist, jetzt ins Licht gehen kann, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist eine schwierige Geschichte. Ja, ich habe das mit dem Licht schon ein paar Mal gehört. Schwierig zu begreifen. Ja. Vielleicht ist das auch einfach nur ein anderes Wort für die Hallen des Praios oder so. Da muss es ja auch sehr viel Licht geben, also. Vielleicht kommen Elfen aus den Hallen des Praios. Vielleicht sind es Praios-Wesen. Da bin ich raus. Erizio! Chio. So viel Zeit muss sein. Ja? Weißt du was über die Hallen des Praios? Ja? Ist da viel Licht? Ich gehe davon aus. So richtig viel Licht? Ja? Also, ich meine, wir reden hier vom Gotteslichtes? Naja, weiß ich. Meinst du, das könnte sein, dass die Elfen von da kommen, wenn die immer vom Licht reden? Ich sicher nicht, nein. Ich glaube, also weder etwas gegen Praios noch gegen die Elfen. Ja, beide ehrenwerte Entitäten oder Entitätsgruppen, alles gut, ja. Nein. Nein. Wieso ich nicht? Glaube, Elfen verkörpern ziemlich viel von dem, was Praios überhaupt nicht leiden kann. Aber wenn sie aus dem Licht kommen, müssen sie doch von da kommen, wo das meiste Licht ist. Und das ist doch wohl die Hallen des Praios. Also, da solltest du erstens mit Shayariel selber drüber sprechen. Die ist da die Expertin, weil Elfe und so. Ja, aber die rede ja nicht mit uns. Vielleicht ist es auch nicht unbedingt jetzt gerade so der richtige Zeitpunkt. Egal. Weil man ist ja der richtige Zeitpunkt. Ist dir mal aufgefallen, dass die Arme trauern muss? Ja. Empathie ist nicht so dein Ding, ne? Ja, doch, irgendwie schon. Aber wir sind jetzt auch schon ein paar Tage unterwegs. Also irgendwann ist ja mal gut. Ja, Quod erat demonstrandum. Alles klar. Also, ich glaube, dass, das ist jetzt aber nur meine Vermutung. Bitte sprich zu irgendeinem Zeitpunkt, der nicht jetzt ist. Ja, mit Shayariel da nochmal drüber. Ich vermute, dass wenn die Elfen vom Licht sprechen, ein bisschen was anderes meinen als das Licht des Praios. Noch ein anderes Licht? Ja, die reden ja von einem, also wenn die vom Licht reden, ich schlag nochmal meinen Elfenführer auf. Ja, also hier. Lumin reicht in dir. Elfen für Anfänger. Ah ja, danke. hatte ich Lumin gegeben, ja, stimmt. Nee, dann zitiere ich ihn einfach aus dem Kopf. So. Also, im Prinzip ist es so, dass die Elfen das Licht, also ihre Heimat als Licht bezeichnen. Ja, das weiß ich. Genau. Deswegen meine ich ja, dass sie von Praios kommen. Ja, nee. Ich glaube, dass das einfach nur eine Bezeichnung für den Ort ist. Licht im Sinne von, also Licht ist, ne, wenn du jetzt Licht als etwas Gutes siehst, ja, wie das ja jeder halbwegs bei Sinn seiende Praiot sagen würde. Ich bin mir da Schmiro nicht so sicher. Ich habe ja von Praioten gesprochen. Ja, aber jetzt mit dem Licht was Gutes, meine ich. Willst du jetzt, dass ich versuche, dir das zu erklären? Oder möchtest ja, gut, mach weiter. Ich schweiße. Ich kann mehrere Sachen gleichzeitig. Ja, du schweifst ab, ich schweiße gerade hier unter deinen. Egal. Also, warm ist es doch auch nicht.
Ich glaube, dass mit Licht eigentlich, ja, das ist so die, das ist so, also je mehr Licht, desto elfischer ist es, ja? Ja. So, genau. Und Wie in wenn den dann Worten jemand von dem von. Licht spricht, ja, das ist so das Elfischste, was geht. So, und Elfen sehen ja unsere Welt als nicht besonders elfisch an. Also muss die Welt, aus der die Elfen kommen, ja viel, viel elfischer sein, demnach viel, viel heller, demnach eben das Licht. Oh. Ist das irgendwie... Ja, das ist total logisch und das entspricht ja auch den Beschreibungen von Rohan dem Weisen, aber ich sehe da jetzt bin noch kein kein. Wissenschaftler, ich bin echt, also ja, Also ich bin zwar Priester, aber. ich sehe noch keine Antithese zu meiner These, dass es sich dabei um Apraios Halden handeln könnte. Ey, ernsthaft, jeder Elf und jede Elfe können zaubern. Das ist ungefähr null praiotisch. Und außerdem ist kein Elf und keine Elfin Mensch. Und oder Greif. Aber ja, das mit der Magie ist ein Punkt. Und das mit den Elfen nicht? Egal. Naja, weiß nicht. Ich habe auch schon halb elfisch oder elfische Breios-Geweihte gesehen. Ich hoffe, die sind nie in irgendeiner Weise mit den Bannstrahlen in einen Raum gekommen. In Gerasim gab es noch, also ich habe keine Bannstrahler in Ich Gerasim gesehen. befürchte auch, dass Bannstrahler, wenn sie Gerasim betreten, sofort entweder selber zu Staub zerfallen oder in einer Lichtwoge aufgehen. Ey, wieso das denn? Als ob wir irgendwie eine ganz schreckliche Stadt wären. Nein, 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 nein. Eure Stadt ist nicht schrecklich. Allerdings das Glaubenskonstrukt des einen oder anderen Bannstrahlers. So. Ja, die sind ungefähr das, also die sind ungefähr das Empathieloseste, was ich mir vorstellen kann, ja. Die hassen alles, was nicht absolut praiotisch ist. Ja. Hörte It davon. est Elfen zum Beispiel. Weil es wäre ja vielleicht für deren Weltbild ja schon irgendwie so ein, wenn das denn wahr wäre. Vielleicht kann man das dann so irgendwie. Wenn es wahr wäre, dann wäre das ein Ansatz, um Verständigung herzustellen, oder nicht? Adepta, wisst ihr was? Wenn wir das hier alles überleben, ja, also, und ich spreche jetzt erstmal von der nächsten Begegnung mit den Waldelfen, vor der ich echt Angst habe, dann könnt ihr meinetwegen gerne mal die Stadt des Lichtes aufsuchen, in Gar. Ist die wieder hier? Ist egal. Ich Die muss Stadt des. zuerst nach Olport, hat Snorri gesagt. Ja, mir Wurst. Geht zu irgendwelchen Praioten, und versucht sie davon zu überzeugen. Ich bin dann aber raus. Ihr dürft das gerne machen. Es ist. Euch ungenommen, tut es. Steht in eurer Macht, dorthin zu gehen und zu predigen, dass die Elfen ja eigentlich Vielleicht frage ich schierpraiotischste wirklich Wesen erst, sind. ich glaube, glaub, ich frage wirklich erstmal nochmal Shai-Ariel, was nach dem Tod mit den Elfen passiert. Ja. Nehmt vielleicht Taschmir mit. Wieso? Weil die sich mit Trauer und dem Jenseits und so weiter ganz gut auskennt. Und ich vermute, dass sie bei dem ganzen Haufen hier diejenige ist, die da am einfühlsamsten agieren kann. Ah, willst du sie für mich fragen? Was kriege ich dafür? Hab hier noch was vom Brei. Das Angebot ist nicht gut genug. Als Laufbursche agiere ich nur, wenn ich dafür wirklich gut bezahlt werde. Ich fürchte, so viel Geld habe ich nicht. Ich kann Professor Silberhammer fragen. Wisst ihr was? Ihr könnt doch zaubern. Ja? Ihr schuldet mir dann einen magischen Gefallen. Was haltet ihr davon? Einen magischen Ja, ich Gefallen. darf euch einmal bitten, was für mich zu zaubern. Irgendwann jetzt mal. Das kann ich, ja. Das finde ich gut. Und dafür frage ich Taschmir. Das kann ich nämlich. Ja, prima. Ich gehe sofort, wahrscheinlich 6 Meter in die Richtung. Setz mich total penetrant neben Ein Adepter Taschmiro. Tassia setzt sich wieder neben Snorri. Ich muss erst nach Gareth, bevor ich nach Olport kann. Ziele und so.
Manchmal ist das so. Was machen denn die Torvaler, wenn man stirbt? Wir gehen zu Svafnir. Also nicht ins Hall. Licht. Aber. Also Svafnir ist doch ein Wal, ne? Ja. Der Und große, der lebt im Meer, ne? Ja. Okay. Oder im Wasser. Kommt der hier auch in, hin? Manchmal habe ich so das Gefühl, ein bisschen, aber Svafnir lebt im Meer. Im Meer. Ich habe gehört, wenn man ganz tief taucht, dann wird es ganz dunkel. Also müssten dann die Toten bei euch ins Dunkel gehen, ne? Nein. Bei Svafnir ist es nicht dunkel im Sinne von Nachtdunkel. Das ist Ja, Meeresdunkel halt. Ziemlich düster, weil da kommt das Licht der Breihausscheibe nicht hin. Also, ich weiß es, also, nein, das ist nicht dunkel. Es sei denn, Svafnir ist selber sowas wie eine Lichtquelle. Svafnir ist der große. Fluoreszierende Fische habe ich schon gesehen. Jetzt kriegt es noch die großen Augen. Also in Büchern. Ach so. Naja, also. Also ist da hell, ja? Ja. Ja, das halt. Ist voll. Also ich habe mir noch vorher noch nie da Gedanken drüber zu gemacht, aber Elfen gehen dahin, wo es hell ist, und Torvaler gehen dahin, wo es hell ist. Und ich glaube, in Hesindes Hallen ist es auch ziemlich hell, weil da muss man viel lesen können. Es wäre ja blöd, wenn es da dunkel wäre. Das heißt, irgendwie da wird es auch hell. Jumin! Hä? Wie ist es denn in Rondras Hallen? Ist es da hell? Ich hoffe doch. Wäre blöd, wenn man da nichts sehen könnte. Wieso? Naja, also Geschichte im Dunkeln zu erzählen, kommt nicht so gut rüber. Man muss sich ja irgendwie Ach, artikulieren erzählt können. Man Geschichten? Ja, warum denn nicht? Das hätte ich jetzt nicht mit Rondra in Verbindung gebracht. Wieso nicht? Es gibt tolle Geschichten über rondranische Helden. Ja, Tayomel. Mir gemerkt. Tarionel, ja. Die mit der Brücke. Aber da war auch ein Licht. Ja. Wieso? Ich stelle gerade eine These auf. Ah, ja, okay. Viel Erfolg. Tashmeru! Also, du bist der Adepta, Rizio gerade mit der Wand. Adepta, ihr müsstet vielleicht nochmal. Ich höre zu, was Rizio auf jeden Fall sagt. Entschuldigung. Io. Naja, also ich habe mich in der Zwischenzeit penetrant, aufdringlich, einfach direkt neben Tashmiru fallen lassen. So. Oh, hi! Ja. Ich soll dich von der Adepta bitten. Ja. Sie zu begleiten, wenn sie jetzt gleich mit Shayariel über das Jenseits sprechen möchte. Oh, eigentlich hätte ich geplant, mit ihr erstmal alleine zu reden. Das ist jetzt deine Sache. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Ja, na dann. Ich wechsle ein paar Worte mit ihr. Ich guck mal, dass ich die Adepte abfange. Dass ich erstmal so tut Shayariel hier. Was ist mir Ja, ich stehe auf und gehe auch zu ihr hin. Lass dir nicht von den einwegen Brei aus an die Backe labern. Ich würde in der Zwischenzeit mal mich vom Lagerfeuer entfernen, weil ich das zu eifern finde. Und einfach mal so ein bisschen außerhalb des Camps rumgucken, ob ich dann noch so Windspiele finde oder was auch immer. Und mich so ein bisschen verstecken. Also, was kann ich für euch tun, Adetta? Du bist Expertin für nach dem Tod Dinge. Ich würde mich nicht als Expertin bezeichnen, aber ich habe einiges an Wissen darüber, ja. Ich habe gerade schon gehört, die Torvaler gehen dahin, wo es hell ist.
Die Rondrianer gehen dahin, wo es hell ist. Und wir Hisindianer auch. Ja. Und? Bei den Fexens weiß ich es nicht. Obwohl, da sind auch Sterne, das heißt, das ist auch Licht. Glaube ich. Und Mondlicht. Mondlicht. Also auch aber, Licht. Also, na ja, da könntet ihr Alricio fragen. Gibt es überall, wo man stirbt, ist es da überall hell? Warum sollte es dunkel sein? Ich kann mir vorstellen, dass es jeden. Nachdem vielleicht ein bisschen Tag- und Nachtwechsel gibt, aber durchgehend vielleicht ist es auch hell. Ich frage mich ja, wo die Elfen hingehen, wenn sie sterben. Und Alricio hat ja gesagt, die gehen ins Licht. Das bisschen, was ich mitbekommen habe, klingt das für mich auch, als würden sie zumindest danach streben, ins Licht zurückzukehren. Aber wo ist denn der Unterschied, ob sie denn jetzt zu dem Torvaler Licht gehen oder zu dem anderen Licht oder ihr eigenes Licht oder gehen wir alle irgendwann wirklich, das ist jetzt eine neue These, alle an denselben Ort? Und dann ist es halt einfach hell? Und heißt das, wenn Elfen aus diesem Ort heraus, wenn Elfen vom Licht kommen, dass sie eigentlich aus dem Tod kommen? Snorri? Ich höre mir das weiter so an und denke die ganze Zeit, Adepta, ja. Wir Torvaler, wir können gar nicht in dasselbe Licht der Elfen gehen. Weil da, wo die Elfen ins Licht gehen, da gibt es kein Prima Feuer. Was soll ich denn da? Wart ihr da schon mal? Nein, aber wieso sollte es im Jenseits, wieso soll es ein Jenseits geben, in dem es nichts zu trinken gibt? Das macht doch keinen Sinn. Das muss ich mir sofort notieren als Frage für Chiariel, ob es da was zu trinken gibt. Im Licht. Bei den Elfen? Die vertragen noch nichts. Warum sollte es da was zu trinken geben? Das macht doch auch genauso wenig Sinn. Ja, das hat irgendwie Sinn, ja. Deswegen frage ich sie einfach. Nein, aber um nochmal auf eure Frage zurückzukommen, aus meiner Sicht gibt es für jeden, der gläubig ist, er geht halt zu seinem Gott. Und wenn die Elfen, für die Elfen gibt es halt nur das Licht, an das sie... Die glauben ja an keinen Gott. Ja, aber für sie gibt es das Licht als ihre, dahin, wo sie hin zurückkehren, wenn sie dahin zurückkehren wollen. Das ist für sie quasi der, wie für uns Alvaran. Aber ich mach's mir nicht an, nein, dass wir alle ins gleiche Licht gehen. Nein, nein. Der Weg für uns ist für jeden das gleiche, aber danach wird man, nachdem man gewogen wurde, zu seinem Gott geleitet. Zu den Hallen seines Gottes oder seiner Göttin. Schaust du an sich herunter, wie wiegen? Die Seele. Es ist. Du machst Sachen mit mir. Was mache ich? Ich sage euch, ihr wolltet Antworten, ich gebe euch Antworten. Ja, ja, ist alles schon durch den ganzen Marsch hinter Ihr müsst deswegen her, nicht ich, hungern. Dann habe ich sowieso wahrscheinlich total abgenommen. Es geht nicht um den physischen Körper, es geht um die Seele. Ja, und was wiegt so eine Seele? Also, das fragt ihr die falsche. Ist es besser, wenn sie leicht ist oder schwer? Schwer von guten ich sehe schon, Taten ihr habt euch da noch nie so richtig Gedanken Taten. Drüber gemacht. Das ist ja. Alles so viel Forschungsmaterial. Das ist. Also ich muss zuerst nach Gareth, dann gehe ich nach Ulpott und dann gehe ich mit euch mal irgendwo hin, wo jemand was über dieses Gewicht von der Seele weiß. Kennt ihr da wen? Den Palmyrabat? Mich nach Palmyrabat begleiten. Palmyrabat ist doch, klingt. Ich weiß zwar nicht, wo das liegt, aber es wird von nicht so weit von Ulpott weg sein. Tief im Süden. In Aranien. Wo auch immer das liegt, ja. Mhm. Habt ihr eine Karte? Nein, ihr habt sicherlich keine Karte des, von Aventurien. Hm. Von ganz Aventurien? Nein, nein. Sehr ich weiß, dass da unten irgendwo noch. Wüste ist. Ja, ein Stück nördlich der Wüste. Ich da sollen Leute drauf. Leben in der Wüste. Mhm. Mhm. Glauben auch nicht an die Zwölfe, sagt man. Genau wie die Elfen.
Aber sie glauben an den einen, das habe ich mitgekriegt von Lumins 13. Freunden. Nein, 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 das nicht. Ist noch das ein? Nicht. 14. Also, weiß ich nicht. Na, ich glaube, es ist einer, der alle vereint. Aber vielleicht fragt ihr der Lumin zu. Lumin? Lumin? Was denn jetzt schon wieder? Guckt sich gerade so sein Verband an, nachdem er gerade wieder irgendwie Tashmero sagt, hat. Es gibt einen 14. Gott. Einen 14.? Nicht, dass ich wüsste. Ja, der vereint alle anderen 13 in sich zusammen. Voll der Unsinn, oder? Das geht so. So. Nur 12. Ach, nur 12. Also es gibt einen Gott im Süden, ja, der irgendwie 12 Frauen hat, aber... Bitte, was? Ich kenne es auch nur durch Erzählungen. Der arme Mann. Was hat er verbrochen? Ihr seid doch selber eine Frau, oder? 12 ja, jetzt stellt euch mal vor, 12 von mir. Lumen erwidert darauf nichts und macht seine Übungen weiter. Genau, genau. So, jetzt aber, Tashmeru, komm, hier, wir müssen zu Shayariel. Wo ist die überhaupt schon wieder? Ich würde gerne erstmal mit ihr alleine reden, weil sie scheint doch. Es bedarf Feingefühl, mit ihr und über diesen den Tod ihrer Freundin zu reden. Am besten rede ich erstmal mit ihr. Ich sage euch Bescheid, vielleicht wird das auch dann erst. Was tut denn Professor Silberhahn? Nein, Professor Silberhahn, nicht den, die Beeren dürfen wir nicht essen. Hallo, nein! Läuft rüber zum Professor Silberhahn. Und Tashmeru nutzt die Chance, ich nutze die Chance, um halt in den zu schauen, ob ich irgendwie eine Spur von Shayariel mitkriege, die dann aufsuchen, würde sie dann aufsuchen. Lässt sich Shayariel denn von mir finden? Ich gehe mal zu Adepta. Ich krieg die Bärennummer mit und gehe einfach selber zu Adepta. Diese Beeren sollen wir nicht essen, hat Shayariel gesagt. Nicht die Roten nicht essen. Nee, das wäre schlecht. Das sind Vogelbeeren, die sind giftig. Genau, da sind Vögel drin. Nein, aber sie sind giftig. Das könnt ihr euch merken. Ich mag aber keine Tiere essen. Deswegen esse ich besser keine Beeren, wo Vögel drin sind. Ich habe, glaube ich, ein paar Brombeeren gesehen. Ich könnte Brombeeren holen und austauschen gegen die Vogelbeeren. Das wendet. Gut, dann gehe ich mal schnell los, suche die Brombeeren zusammen und bringe sie ihm. Moment. Bevor wir. Ich habe da so eine. Tashmeru hat dann eine Frage. Ja, du hast eine Frage. Ja, lass uns ruhig zu den Brombeeren gehen. Ich begleite dich ein Stück. Es geht mir drum um deinen. Du hast die letzten Tage so abwesend gewirkt, wegen. Also es ist wegen dem Tod deiner Freundin? Meinst du, dass sie ins Licht gegangen ist oder ist sie in die Finsternis gegangen? Ich hätte da ja gerne mit Adepta drüber geredet, weil die so interessante philosophische Ansätze dazu hat. Ich glaube schon, dass euer Lied eure Freundin ins Licht geleitet hat, von ihrem falschen Weg zurück ins Licht. Aber wenn das Ziel von der den Himmel kreischen lässt, ist, dass die Elfen vom Licht abgeschnitten werden und sie schon verwandelt war, dann hat sie ja gar keine Möglichkeit mehr, ins Licht zurückzugehen, weil sie ja gar keine Elfin mehr war. Außer der elfische Anteil war sowieso vorher schon ins Licht gegangen. Das kann natürlich sein, dass sie vielleicht dadurch, dass sie abgeschnitten wurde, den Teil ihrer Seele schon verloren hatte. Dass es sich geteilt hat, dass nur das Abgrundtief, das Dunkelste hervorgetreten ist. Aber ich habe da auch noch nicht allzu viel Erfahrung, auch nicht bei Menschen, wie es dann ausgeht. Für ihre Seelen. Da gibt es noch einiges zu tun. Wenn in solchem Fall tröste ich die Leute auch immer damit, dass er vorher mit dieser Verwandlung sich die Seele vom Körper getrennt hat und es einfach nur noch eine leere Hülle war, die irgendwie gelebt hat durch diese dunklen Kräfte. Ja, ich habe schon davon gehört, dass Menschen irgendwie so Trauersachen, Rituale, Zeugs haben, aber das
gibt es bei uns eigentlich nicht. Das ist ja was Gutes, ins Licht zurückzugehen, aber es wäre halt schlecht, wenn sie nicht ins Licht gegangen ist. Das kenne ich halt so nicht. Also ich fand euer Lied sehr schön. Ihr habt, wenn es euch geholfen hat, darf dazu. Wenn euch die Vorstellung hilft, dass ihr sagt, ein Teil ihrer Seele ist, der hat sich getrennt, nur dass das Dunkelste ist verblieben. Er hat das Dunkelste nach außen gekehrt, herausgezogen. Und der lichte Teil ist geflohen, ins Licht zurück. Das ist doch ein sehr schöner Gedanke, wenn man sich das so ausmalt. Ja, aber das geht ja nicht um Gedanken, sondern um philosophische Konzepte. Vielleicht sollte ich auf der Reise herausfinden, wie das genau funktioniert. Das wäre ja schon so eine Anfrage. Dann sollten wir das auf jeden Fall verhindern, dass weitere Elfen zu Vampiren werden. Ein Forschungsobjekt. Ja. Wir brauchen ein Forschungsobjekt. Es dürfte schwer dran zu kommen sein und das im Zaum zu halten, wird auch nicht leicht. Also eher. Ja, und wenn die Elfe dann auch wieder in die Finsternis geht, das wäre jetzt auch nicht gut, glaube ich. Nein, also wenn wir auf einen jemanden treffen, der in der sich in der Verwandlung befindet, kann man vielleicht versuchen zu verhindern, dass er sich gänzlich verwandelt. Aber ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich muss da tatsächlich auch noch einiges an Forschung betreiben. Wenn sie so die Möglichkeit bietet, dass sich jemand in der Verwandlung befindet, können wir dann zusammen, ihr von der Elfenseite und ich als mit meinem Wissen, was ich aus meiner Ausbildung mitgenommen habe, schauen, was passiert. Den Prozess verfolgen. Ich finde das auch sehr interessant, weil wenn man den Prozess des Abdriftens versteht, kann man den vielleicht irgendwann einmal aufhalten. Das wäre auf jeden Fall spannend. Wir wissen halt ziemlich wenig, was überhaupt mit und nach dem Tod passiert. Das ist ja nur ein Übergang und ein Nachhausekommen am Ende. Aber da noch niemand zurückgekommen ist, außer die Ersten, die aus dem Licht getreten sind, wissen wir es natürlich nicht. Für euch sind die Ersten, die aus dem Licht getreten sind, aus eurem Totenreich gekommen? Oder ist es einfach eine andere Welt? Das ist eine andere Welt. Wir haben kein Totenreich, aber wenn man in eurem Sinne stirbt, dann geht man wieder zurück in diese Lichtwelt. Weil wir kommen aus dem Licht und wir werden wieder Licht. Wir sind ja Lichtwesen und an die irdische Hülle gebunden. So doch, Brajus. Ja, das klingt... Nicht in eine Gottheit, wir sind Licht. Brajus. Nein, das klingt sehr interessant. Ich habe von der Adepte irgendwas mit Brajus und Licht und Elfen. Sie wollte mit euch ja drüber reden, aber naja. Aber wenn ihr noch irgendwie überreden wollt, über noch Gedanken austauschen wollt, können wir das gerne tun. Über wie sich so etwas abläuft. Ich flüster mal, dazu sieht es schon ein bisschen gruselig, oder? Wer jetzt? Na, die Tashmeros, schon ein bisschen merkwürdig. Sind alle Menschen so? Komm mal ein bisschen zur Seite. Ich komm mal mit. Schaut so, ob Tashmero hinterher guckt. Dann... Tashmero schaut kurz, schüttelt den Kopf und wird dann auch wieder von den Brombeeren zurück zum Feuer gehen. Bin mir gar nicht sicher, ob Tashmero überhaupt ein Mensch ist. Du bist leider stumm. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Tashmero überhaupt ein Mensch ist. Ja, aber selbst wenn sie... Also, das kann schon sein, dass sie nicht nur Mensch ist, aber dann ist sie schon sehr menschlich und versucht das sehr zu überdecken, dass sie vielleicht nicht nur Mensch ist. Und das ist gerade umso merkwürdiger. Das funktioniert irgendwie nicht so gut. Ist das was Schlechtes, wenn man Mensch ist? Weiß nicht, es wäre cool, wenn du kein Mensch wärst. Dann könnten wir uns besser kennenlernen. Hä? Und ich gehe dann mal schnell weg. Moment, stopp, halt! Ich hab die Brombeeren. Wieso können wir uns nicht kennenlernen? Ja, weil du ein Mensch bist und das führt ja nirgendwo hin. Wieso? Also, ich finde Elfen faszinierend.
Ja, aber ich will ja nicht nur faszinierend gefunden werden. Ich finde Menschen nicht faszinierend, sondern eher neu. Ja. Neu. Das ist doch schön. Mit neu kann ich arbeiten. Zurück im Lager kratzt sich Castellani so am Bart. Also Aldrizio, also. Sei mal richtig ruhig jetzt, wo Adepta Tassia drüben ist. Magister Castellani, wo kommt ihr nochmal her? Von hier und von dort. Nein, Studiert nein, so habe. ursprünglich. Euer Name klingt horasisch. Ja, meine Familie kommt aus Belhanka. Dann solltet ihr in der Lage sein, meinen Namen auszusprechen. Ja, irgendwas zwingt mich immer in falsch. Also, weiß auch nicht. Ariccio. Guckst du nach oben? Irgendwo in der Ferne donnert's. Irgendwo fliegt eine Kuh über den Wald. Also, was kann ich für euch tun? Hey, ich wollte nur eine sinnvolle Konversation führen, jetzt wo Adapter Tassia nicht mehr da ist. Gerne, Und warum nicht? der Alte isst Beeren oder so, keine Ahnung. Ja, hier wachsen ja bestimmt einige. Ja, Ohne es vorher ist. Shayariel befragt zu haben, rühre ich hier nichts an. Also, was meint ihr über den bisherigen Verlauf der Expedition? Also, ich bin der Meinung, wir müssen nun viel mehr Informationen sammeln. Ja, also mehr Informationen sind immer gut. Aufklärung ist, ich glaube, da wird mir unser Krieger zustimmen. Aufklärung ist auf dem Feld das A und O. Lumin ist sowieso auf meiner Seite, nicht wahr, Lumin? Warum reden heute alle mit mir? Auf wessen Seite? Ich habe euch nicht zugehört, Entschuldigung. Egal, wir Wir reden jetzt brauchen einfach mehr weiter. Informationen, bevor wir uns, was auch immer, diesem im Baum gefangenen Dingsbums da nähern. Auf jeden Fall. Haben wir denn die Möglichkeit, vorher irgendwelche Informationen schon vorab zu holen? Naja, wir könnten gezielt eine Elfensippe ansteuern und sie fragen, was da überhaupt los ist in den Wäldern. Aber die Infos, die wir doch bisher bekommen haben, ist, dass die nicht sehr fremdenfreundlich sind. Ja. Aber das muss ja nicht heißen, dass wir uns nicht vernünftig mit denen. Also das ist die einzige Informationsquelle, die Informationen bereithält, die wir brauchen, oder nicht? Shayariel spricht ja kaum mit uns. Und wenn, dann behandeln sie uns wie kleine Kinder. Das wird schon besser werden mit dir, glaube ich. Ja, aber die Zeit haben wir nicht. Also, Aber momentan hat sie auch an anderen Sachen zu knabbern. na gut, vielleicht müssen wir auch nicht direkt in den Wald zu den Waldelfen marschieren. Also ich glaube, hier in der Nähe müsste es eigentlich eine elfische Siedlung geben, eine auelfische Siedlung. Davor wurden wir gewarnt, ja. Ja, und anstatt jetzt hier weiter durch die Wälder zu laufen, machen wir einen kleinen Schwenker und gehen zu den Auelfen und fragen die, ob die auch diese Vision gehört, dieses Lied gehört haben oder so und ob die Wissen irgendwas wir darüber wissen. denn, wo diese Siedlung ist? Ja, hier Irgendwo auf im der Wald? Karte ist sie nicht eingezeichnet, aber ich habe davon gehört, dass sie da an den Quillfällen sein soll. Also wir laufen ja sowieso am Fluss entlang, das passt ja schon mal. Irgendwann müssen hier ein Riesenwasserfall kommen. Aber Professor Silberhaar will ja quer durch die Wälder, weg vom Fluss. Ja, vielleicht sollten wir weg vom Fluss. Snorri hat schon irgendwelche Halluzinationen gehabt oder so. Was Vielleicht zu hatte? viel. Ja, am Fluss hat er irgendwas, meinte er, der Fluss wäre komisch gewesen. Zu viel Primafeuer? Also weiß ich nicht. Also Dafür hat er bisher gar nicht hatte. getrunken. Nee, also ich führe nicht Buch darüber, aber So für gut mich kenne war ich es ihn ein. jetzt ja auch nicht. Also, vielleicht ist er einer der wenigen Tauwaller, die nichts vertragen. Den Eindruck macht er nicht auf mich.
Troller sind eh ein komisches Völkchen. Vielleicht hat er von diesen roten Beeren gegessen. Ich glaube, Shayariel hatte gesagt, dass wir davon nicht essen sollen. Das wäre schlecht. Aber sorgen die für Halluzinationen? Keine Ahnung. Also, ihr könnt mich über ziemlich viele Sachen fragen, aber nicht über irgendwelche Beeren aus irgendwelchen Wäldern. Dann sind zwei Experten hier gerade am Berg. Ja. Also ich halte mich an das Brot, was wir mitgenommen haben. Es ist gar nichts, was hier in irgendeinem Busch wächst. Verdammt, ich glaube, die Wunde ist wieder aufgegangen. Soll ich mir das nochmal angucken? Also. Ja, ich wechsle den Verband einfach nochmal. Ich meine. Magisch. Gib mir noch einen Tag. Nicht, dass du dir den Wundbrand einfängst, oder? Nein, dafür. Schon wieder dafür. Angeschlichen. Oh, Entschuldigung, mir fällt das gar nicht auf, dass ich so leise unterwegs bin. Das ist jetzt schon 3 Tage. Was habt ihr mitbekommen? Bitte. Nicht viel. Ich habe noch ein bisschen über mein kurzes Gespräch mit Shayariel nachgedacht. War auch eh nicht so wichtig. Die haben total viel Quatsch erzählt. Sie hat mit euch geredet? Ein bisschen. Ja. Habt ihr sie gefragt nach irgendwie was Sinnvollem? Also zum Beispiel, weiß ich nicht, was jetzt hier in den Wäldern los ist? Wo hier die Wege sind? Nee, wir haben tatsächlich über den elfischen Tod gesprochen und wo sie hingehen. Es war vor allem Adepta Tassia wollte da was wissen und dann raus zu sprechen. Ja, Adepta Tassia will immer ganz viel wissen. Aber nichts, was mit unserer Aufgabe zu tun hat. Das stimmt allerdings. So viel weiß ich auch nicht. Das wird mal eine ziemlich eigensinnige Forscherin. Ich sehe das schon. Minimal. Aber dann lasst uns doch Shayariel gleich mal ansprechen und fragen, ob sie vielleicht Hinweise sieht, die wir nicht sehen, die uns zu den Elfen führen können. Also, ich habe den Plan, dass wir erstmal den Fluss weiter folgen und uns dieser Auelfensiedlung nähern und mit den Auelfen erstmal kommunizieren. Und die erstmal ausfragen nach allen möglichen Sachen. Da könnten wir Habt aber diesen Plan auch schon dem Condottiere vorgeschlagen, ja? Ja, und er möchte quer durch die Wälder und die Stadt umgehen. Ich mache das, was der Bezahlmeister sagt. Willen oder was? Wir können die Wälder wird uns ziemlich viel Zeit kosten, wenn ich das so ein bisschen kenne ich mich. Aber. Schaut mal rüber, Airizio. Schaut wieder nach oben. Airizio. Schaut ihn euch an, wie er da drüben sitzt und seine Beeren isst. Sieht so jemand aus, der weiß, wo wir langlaufen? Nein, aber er sieht aus wie der Typ, der diese ganze Unternehmung bezahlt. Ja. Das stimmt allerdings. Nichtsdestotrotz kann man ja trotzdem nochmal mit ihm reden. Vielleicht hat er ja ein Einsehen. Bitte? Versucht euer Glück, Lumin. Zuckt ein wenig mit den Schultern. Würde mal einfach zu dem Kollegen gehen, zu dem Anastasius Silberhaar. Brombeeren. Guten Tag, guten Abend. Guten Abend. Genau. Geht's Ihnen gut? Lumin, nicht wahr? Richtig. Von Tralo. Oder? Korrekt. Alles hier drin. Aber nicht daran gezweifelt. Beiden, nicht wahr? Ja, exakt. Wertkämpfer. Auch das ist richtig. Kennt ihr Meister Alrik? Ich habe von ihm gelesen. Ich habe ihn mal getroffen. Und, ist er so, wie er beschrieben wird? Ich weiß nicht. Was habt ihr denn von ihm gehört?
Also einmal hat er wohl ein Pferd mit bloßen Händen aufgehalten. Ein Pferd? Ja, glaub, ein angerissenes, ist, mit Reiter. Das würde er niemals tun. Nicht? Nein. Aber das Pferd hätte wahrscheinlich freiwillig gestoppt vor ihm. Wie auch immer er es angehalten hat. Ja. Eine illustre Gestalt. Aber ihr wolltet mit mir bestimmt nicht über Meister Eirik reden, nicht wahr? Wollt ihr eine Brombeere? Noch ein paar sind noch da. Schreierin hat ganz exquisite gesammelt. Warum nicht? Gut, dass wir sie dabei haben. Absolut. Apropos Elfen. Mhm. Hier soll es eine Elfensiedlung geben. Vielleicht können die uns ein paar Informationen über unser Ziel geben, das wir nicht haben. Es ist zwar riskant, aber vielleicht lohnt. Hm. Welche Informationen sucht ihr denn? Nun ja, was genau dort auf uns wartet, wo wir hingehen. Ob die vielleicht schon irgendwas gehört haben. Vielleicht haben sie Späher in der Nähe oder sind mit demjenigen in irgendeiner Art und Weise in Kontakt. Hm. Ich weiß ja nicht, was man sich über Elfensiedlungen sagt und was ich über Elfensiedlungen weiß, ist, dass sie sich eigentlich nicht sonderlich gerne mit Menschen abgeben. Das haben wir ja bisher auch nur so gehört, ja. Aber vielleicht lohnt sich das Risiko. Und vielleicht schicken wir Shayariel vor. Naja, es ist weniger ein Risiko für uns als für sie. Ach, dieses, was jetzt Shayariel gesagt? Baduk oder irgendwo so? Mhm. Ja. Das heißt, sie versuchen hauptsächlich sich selber zu schützen, als dass sie richtig auf Jagd gehen, quasi. Sie jagen keine Menschen. Das würden Elfen niemals tun. Ich schaue mich mal um. Sehe ich Shayariel? Ja? Shayariel, kommst du mal bitte? Ja. Hast du noch welche von diesen wunderlichen, köstlichen Brombeeren? Oder waren das ja, andere? Ich habe noch ein paar Brombeeren. Wir sollten auf jeden Fall morgen neue sammeln. Vielleicht gibt es auch noch ein paar. Auf jeden Fall. Heidelbeeren sind, glaube ich, schon durch, aber vielleicht Johannisbeeren oder Stachelbeeren. Wir können ja mal gucken, was wir morgen noch finden. Auf jeden Fall. Es hat sich definitiv gelohnt, dich mitzunehmen. Alleine für den wunderbaren Proviant-Nachschub. Dann das getrocknete Dörrfleisch nicht mehr sehen. Ich hatte mich gerade mit dem Magister unterhalten und wir hatten überlegt, daher weht der Wind. Der Wind. Der Wind. Ja. Ob wir nicht der Elfensiedlung hier einen Besuch abstatten? Ja. Ich hab mit ihm schon drüber geredet. Das ist eine Redensart unter uns Menschen, Shayariel. Daher weht der Wind, sagt man, wenn man begriffen hat, wie die Motivation eines anderen Individuums, woher die kommt. Also man weiß, was er will. Oder wenn man meint zu wissen. Dass... Woher weiß man das? Was will denn Tashmeru eigentlich? Ja, wir sprachen ja nicht von Tashmeru, wir sprachen ja von dem Herrn Castellani. Und der Herr Castellani hat vor, Elfenstudien durchzuführen. Elfenstudien? Wusstet ihr das? Lumi. Elfenstudien? Ja. Nein, also ja, mehr oder weniger, weil er wollte ja wissen, unser Ziel scheint ja ein Er ist an der Elf Akademie angestellt, über elfische Artefaktmagie zu forschen. Dann wird ihn ja dieses Gefährte, einen Elfen, sehr interessieren, das wir da gefunden haben. Und ich denke, er möchte rein zufällig in eine elfische Siedlung, um Informationen zu bekommen. Und diese elfische Siedlung ist, er schlägt so die Karte und rollt die aus, geht so mit dem Finger den Fluss entlang, führt uns auf einen Umweg. Und wenn dieses elfische Lied wirklich ein Hilferuf ist, können wir uns keinen Unweg leisten. Wenn die Elfen aus diesem Dorf den gleichen Hilferuf vernommen haben und Informationen haben, werden sie auf dem Weg sein. Und dann werden wir sie auf dem Weg treffen.
Und das habe ich dem Herrn Castellani auch schon gesagt. Aber die Frage ist ja, ob wir als Gruppe den Weg beschreiten können durch den Wald und den Weg finden. Ich meine, ich würde das wohl schaffen, aber wir alle zusammen, noch dazu orientierungslos. Deswegen habe ich dich ja mitgenommen, Shayari Eulenschwert. Wenn du uns nicht abhängst, dann können wir alle zusammen dadurch. Ah, so schnell ist sie nicht. Die Frage ist, wie wir die Gebiete der Elfen umgehen. Ich habe jetzt hier schon einige von diesen Windspielen gesehen in den Bäumen und... Was für Windspiele? Ich halte nochmal dieses Glockenspiel hoch, das ich im Baum gefunden habe. Nüsse, Eicheln. Und was sagt uns das? Ulm-Äste. Also, ich untersuche das jetzt nochmal genauer. Ich kann das auch nur deuten als Gebietsgrenzen und als, Und seit wann gehen wir schon durch deren Gebiet? Das sind ja verschiedene. Ich vermute, das sind verschiedene Gebiete und seitdem wir uns hier aufhalten in diesem Wald. Also seit Anfang an. Das heißt, sie wissen vermutlich schon, dass wir da sind. Mit Sicherheit. So laut, wie wir uns hier drin bewegen. Die Tiere werden das sicherlich weitererzählen. Stimmt. Wir können mit Tieren reden. Ich und aber auch andere Elfen. Und die Tiere erzählen natürlich, was hier vor sich geht. Und natürlich. Die Bäume können auch miteinander kommunizieren. Allerdings ist es schwierig, dass wir mit Bäumen reden. Das ist irgendwie nochmal eine andere Art. Haben bestimmt einen eigenen Dialekt. Nein, die sind mehr so, die schwingen mehr so. Die reden nicht wirklich. Schwingen. Bäume. Ja. Okay. Okay, kein Problem. Klingt völlig plausibel. Also, ich fände es schon auch nett, andere Elfen zu sehen. Aber ich kann auch verstehen, dass wir denen aus dem Weg gehen sollten, weil wenn sie uns feindlich gesinnt sind, bringt das uns auch nicht viel. Ich habe eben gehört, dass sie sich wahrscheinlich eher schützen wollen. Ja, das auch. Also wenn sie sind wie meine Sippe, dann wollen sie definitiv gar nichts mit Menschen zu tun haben. Dann werden wir sie aber auch nicht finden. Aber dann könntest du vielleicht mit ihnen in Kontakt treten. Wenn du das möchtest. Ja. Aber das ist wahrscheinlich nicht im Sinne von dem mit dem Wind. Werter Luni. Wo der Wind herpustet. Wenn wir unsere beste Führerin, die als einzige unseren Weg hier durch den Wald finden können, einfach alleine in ein elfisches Dorf schicken. Ist das wirklich so ratsam? Nun ja, da wir gar nicht wissen, wo das Dorf ist, gehen wir eh durch den Wald. Hier auf der Karte ist das hier, da, irgendwo bei den Fällen, bei den Quillfällen. Dann gehen wir alle zusammen dahin und irgendwann werden sie uns vorher schon stellen. Das ist ein Umweg. Von wie viel? Also, stimmt, was für zwei Tagesreisen. Vielleicht sollten wir einfach heute Nacht miteinander darüber so singen und einen Konsens herstellen und demokratisch abstimmen. So machen wir das normalerweise. Singen? Ja, dass wir einfach miteinander und jeder hat eine Stimme und dann reden wir drüber und wenn einer dagegen ist, muss er dann halt die Gruppe verlassen. Hört sich fast torvalisch an. Gemeinsam singen. Klingt spannend. Aber echt? Das. Dann müssen aber auch alle mitsingen. Ich weiß nicht, wie das bei euch funktioniert, aber ich meine, wir hatten das ja auch schon mal im Vermächtnis der Völker. So ähnlich ist das dann und dann merken wir vielleicht, wo die Reise hingehen könnte. So ein Kratzen im Hals. Ich weiß nicht, ob ich das singen kann. Wenn, dann müssen alle mitsingen. Was singen wir denn? Ich kenne nicht so viele Lieder. Das ist, glaube ich, egal. Wir versuchen einfach Töne miteinander zu finden, die auf einer Harmonie schwingen. Ich hätte noch einen Baden engagieren sollen. Ja, okay. Außerdem hat Adepta da so eine interessante These, was Tashmeru betrifft. Und dann können wir vielleicht was herausfinden. Oh, was für eine These? Das verraten wir noch nicht. Tashmeru, Alricio, kommt ihr mal bitte? Ja, was gibt es? Was noch? Wir sprechen gerade darüber, wie wir hier mit den Elfen in dem Wald vorgehen wollen. Ob wir einen Umweg von 2 Tagen, und guck den Magister an, von 2 Tagen in Kauf nehmen, um mit den Elfen zu sprechen, um eventuell herauszufinden, etwas mehr herauszufinden, worauf wir uns einstellen müssen, wenn wir an dem Ziel ankommen.
oder ob wir versuchen, den direkten Weg weiter zu folgen bis zu dem Ziel. Weil eigentlich ist es ja dringend. Ich wiederhole das. Ein Hilferuf. Und zwei Tage, wenn jemand in Not ist, könnten deutlich zu lange sein. Aber wie seht ihr das? Also, wie hat euch die Vision geleitet? Hat sie euch über dieses Dorf geleitet oder quer durch die Wälder? Ich war ja nicht dabei. Wenn wir mehr Informationen über das Gebiet kriegen, seien es nur Informationen über das Gebiet, in das wir reisen. Da wir uns hier ja gar nicht auskennen, kann das von Vorteil sein. Finde ich das einen großen Vorteil. Und zwei Tage. Das ist natürlich was willst schon du für Informationen bekommen? Wir haben hier Berge, wir haben hier Wälder, wir haben hier einen Fluss. Ja. Ja gut, das werden wir wahrscheinlich auch nicht wissen, wie es in den Salamanderstein aussieht. Also weil ich... Da gab es nicht so viele Informationen, soweit ich mich erinnere, in der Vision. Also es ging nur, dass es durch den Wald geht und dass wir sehr hoch den Silberbuchenwald haben wir erkannt. Und dann, um den Silberbuchenwald zu erreichen, müssen wir uns jetzt querfeld einschlagen. Und nicht weiter den Quiff. Aber in der Vision hatten wir doch... Snorri, bitte. Im Zweifelsfall frage ich mich immer, welches Interesse könnten diese Elfen haben, uns irgendwas über irgendwas hier zu verraten? Also, man kriegt ja in Torwald vieles gesagt, unter anderem lass dich am besten gar nicht mit Elfen ein. Da bin ich schon sehr weit weg von. Aber... Das ist gut. Aber noch mehr, also ich scheue mich, da noch einen Umweg zu gehen, um was weiß ich, vielleicht etwas zu erfahren. Vielleicht sind die aber auch so drauf, dass sie sagen, Menschen, wollen wir gar nichts mit zu tun haben. Wahrscheinlich. Und dann sitzen wir da, haben zwei Tage Umweg gemacht und erfahren nichts, weil die nicht mit uns reden wollen. Oder sie hindern uns an der Weiterreise, das wäre ja noch schlimmer. Oder das. Weil sie sagen, ihr seid hier auf elfischem Gebiet, ihr gehört hier gar nicht hin. Und dann haben wir es nicht mit 30 Goblins zu tun, sondern mit 30 Elfen. Und das wäre nochmal eine andere Nummer. Aber laut Schariel sind wir schon eine Weile in deren Gebiet. Ja, vielleicht sind wir jetzt ja auch nicht auf Kollisionskurs quasi. Wir bewegen uns an den Grenzen der Gebiete. Das ist immer noch, wir passieren sie ja quasi. Das ist was anderes, als wenn wir in die Sippe direkt gehen. Da müssen sie sich uns gegenüber verhalten und entweder gehen sie in den Wald und sind nicht auffindbar oder sie sind bereit zu reden. Dann könnten wir sie treffen, aber dafür müssten sie ja auch was davon haben. Ich weiß nicht, ob wir was zum Tauschen oder Handeln haben, Geschichten, die wir erzählen könnten. Aber hatten wir in der Vision nicht auch ein elfisches Dorf gesehen? Ich meine, das war ein waldelfisches, aber ich bin nicht sicher. So genau können wir das ja nicht auseinanderhalten. Ich glaube, ich würde den Unterschied nicht merken. Also es war auf jeden Fall ein Elfendorf, meine ich, zu sehen am Fuße des Berges. Krähenberg oder so hieß er, ne? Ich glaube, wenn wir dieses Dorf auffinden sollten, dann werden wir daran vorbeikommen. Auch auf unserem direkten Weg. Ich vertraue da der Vision. Die hat uns nicht umsonst geleitet. Wir sollten direkt gehen. Der Magister hat recht. Vielen Dank, Horacio. Schließe mich dem Horacio an. Stimmt, wenn die uns treffen wollen, dann werden sie sowieso wahrscheinlich uns begegnen und auf uns warten. Also müssen wir nicht mehr singen? Na, wir haben ja jetzt, glaube ich, Einheit hergestellt. Oder ist jemand anderer Meinung? Dann muss die Person die Gruppe verlassen. Moment, Adepta Tassia und Magister Castellani haben noch keinen... Naja, Castellani ist klar. Castellani möchte zu den Elfen. Ja, nur er kann mir ehrlich gesagt keinen wirklichen Mehrwert in der ganzen Geschichte glaubhaft machen. Hilberto, komm doch mal dazu. Ja. Adepta, ihr auch. Wo ist sie überhaupt? Ist gerade nicht aufzufinden. Adepta? Wo ist sie? Ach. In den Brombeeren hängen geblieben? Kann man denn in den Brombeeren hängen bleiben? Die sind zum Essen. Ich gucke in den komischen Fluss, ob sie da irgendwie reingefallen ist oder so. Diese These würde ich sofort verwerfen. In Brombeeren kann man nicht hängen bleiben.
Ich meine ja nicht in den Früchten, sondern in den widerborstigen Trieben. Ich lege dir einfach die Hand auf die Schulter und schüttel mit dem Kopf. Ja, ich merke das. Ja, Lumen steht auf und würde Adapter suchen. Geh besser nicht alleine. Wo denn? Wo suchst du denn? Ich komme mit. In der näheren Umgebung des Camps, so ein bisschen in den Wald rein oder sowas, also nicht weit, und wird hin und wieder mal rufen. Adapter? Kommt erstmal keine Antwort. Ja, wo ist sie? Ich würde suchen. Ja, du findest Spuren von ihrem Schuhwerk. Oh mein Gott, dann müssen sie sehr eindeutig sein. Okay. Ja. Dann wird er sich professionell in die Hocke sehen, sich diese Spuren anschauen und überlegen, in welche Richtung sie gegangen ist und diesen Spuren folgen. Folgst den Spuren und bemerkst ein anderes Paar Spuren, das den Weg kreuzt, beziehungsweise sich dann nachher irgendwie auf die Spuren drauflegt. Also jemand, der Adeptatasia gefolgt ist. Was zum... Was ist Lumen? Siehst du das? Da kommen zwei, also ich gehe davon aus, dass das Adeptatasia ist und das... sieht nichts. Also die sind halt Spuren auf dem Boden, aber... Und das jemand anders? Und anscheinend hat jemand sie verfolgt. Das ist nicht gut. Wir sollten vielleicht den anderen Bescheid sagen. Ja, gib auf jeden Fall Chariel Bescheid. Und wir müssen sie suchen. Ich... Lumen guckt ein bisschen nervös. Ich muss gerade mal eine kurze Pause einrichten. Ich muss gerade mal kurz raus. Wir kommen gleich wieder. Jo. Gleich. So, da sind wir wieder. Ja, also ihr folgt der Spur, die Lumen meisterhaft entdeckt hat und gedeutet hat. Findet einen kleinen Platz am Fluss, an dem Adeptatasia tatsächlich auf dem Boden kniet und gerade irgendwie sich die Hände und also das Gesicht wäscht mit dem Flusswasser. Lumen registriert die Adepter, aber beobachtet deutlich angestrengter die Umgebung, weil er das andere Paar Spuren gesehen hat, was ihren verfolgt hat. Und er würde sagen, Adepter. Oh, Lumi. Ich würde mir auch die Spuren mal angucken und schauen, ob ich weiß, was das ist. Ja, du entdeckst auch diese anderen Spuren. Sind es wahrscheinlich von irgendeinem humanoiden Lebewesen, was wesentlich leichter ist als Adeptatasia. Also die Spuren sind nicht so tief eingedrückt wie... Also der oder die hat sich auch in den Fußspuren von Adeptatasia bewegt, um wenig eigene Spuren zu hinterlassen. Die hören dann auch irgendwann auf, kurz vor dem Fluss. Habe ich das auch schon gesehen, dass sie aufhören vor dem Fluss? Ja. Lumen würde trotzdem das ausgemachte Zeichen vor der Adepta machen. Ja. Erwidert das Zeichen. Okay, dann ist er etwas erleichtert. Hast du einen Verfolger bemerkt? Verfolger? Nein. Außer dich? Kein? Nein? Tu mir bitte einen Gefallen, geh nicht allein in den Wald, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Ich wollte nur zum Fluss Wasser holen. Denk dran, wir sind an einem Elfengebiet. Wer da allein in den Wald geht... Das ist mir bewusst. Und wer da allein in den Wald geht, der kann sein, dass er da vielleicht... Ich bin ja zum Fluss gelaufen. Durch den Wald. Ja. Passt bitte auf oder sagt kurz Bescheid, wenn ihr euch von der Gruppe entfernt. Aber ihr wart alle so gut im Gespräch. Ich wollte keinen stören. Ihr habt ab sofort die Erlaubnis, mich in jedem Gespräch, in dem ich gerade bin, zu stören, wenn ihr die Gruppe verlasst.
Ja, läuft so zu Lumin. Manchmal will man auch einfach kurz mal für sich sein. Das ist vollkommen in Ordnung. In der Stadt. Nur damit wir wissen und uns auffällt und wir uns nicht plötzlich Sorgen machen müssen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Zu spät. Es tut mir leid. Hättet ihr nicht gebraucht. Wie gesagt, sagt vorher Bescheid, wenn ihr die Gruppe verlässt. Für was auch immer. Ihr müsst ja keinen Grund angeben, aber nur damit wir Bescheid wissen. Mhm. Gut. Braucht ihr noch etwas? Ich glaube, ich bin hier fertig. Okay. Dann gehen wir zurück. Ja. Also Shayariel und Konsorten, die sind direkt mitgekommen, ja? Die waren... Ja, ich beobachte Adepta ein bisschen, ob mir irgendwas Ungewöhnliches dann ja auffällt. Lumin geht. Dann beobachte ich die Umgebung nicht, dass irgendwo doch noch also diese... Also sie ist genauso ungewöhnlich, wie sie immer ungewöhnlich ist. Dann gucke ich links und rechts, ob ich da noch irgendwas sehe. Nee, ihr fällt nichts auf. Ich gehe zu Shariel. Hast du auch die Spuren gesehen, die der Adapter hinterher sind? Ja, ich habe sie auch gesehen, aber ich konnte jetzt nichts mehr finden. Ich weiß auch nicht, was das war, ob das ein Elf war oder ein Mensch. Wenn es ein Mensch war, dann ein Kind, ein kleiner Mensch, ein Zettel, also eher so kleine Ausgabe. Oder vielleicht war es auch ein Elf. Oder. Okay. Ja, wir haben uns ja schon gedacht, dass sie uns schon gefunden haben, aber wir sollten auf jeden Fall unsere Augen verstärkt offen halten. Auf jeden Fall jemand, der sich sehr gut damit auskennt, Leute zu verfolgen, weil, ja, die Spuren ja sehr bewusst gesetzt sind. Aber nicht zu gut, sonst hätten wir es ja nicht bemerkt. Hm. Ja, Lumin guckt auf jeden Fall sehr misstrauisch so ein bisschen durch die Gegend, wenn wir uns zurück zum Camp begeben. Was schaut ihr denn so durch die Gegend? Ich bin nur vorsichtig. Hm. Dann versucht sie das nachzumachen. Adepta, was meint ihr denn? Sollen wir einen zweitägigen Umweg noch eingehen, um weitere Informationen einzuholen auf unserer Reise? Oder sollen wir direkt weiter in die Salamandersteine und dem Hilferuf folgen? Darüber reden wir gerade in der Gruppe. Also, ja, der Magister Silber ist auf jeden Fall dafür, dass wir den kürzesten Weg nehmen. Ja, ich glaube, das, was er sagt, ist ja natürlich immer gut, ja. Andererseits könnten wir in eine Elfensiedlung, also eine richtige Elfensiedlung, mit lauter Elfen drin, also alle. Ja, die sind ja wahrscheinlich dann eh weg, wenn wir kommen, also die werden nicht da sein, das ist ja klar. Mann, aber was wollen wir denn dann da? Das wissen wir ja auch nicht, deswegen denken wir, wie die meisten von uns ja, dass das nicht so klug wäre. Also wenn da keine Elfen sind, dann will ich da auch nicht hin. Okay, also gehen wir den direkten Weg. Ja. Also der direkte Weg führt uns auf jeden Fall zu einem Elfen. Also wahrscheinlich. Das stimmt, am Ende werden wir bestimmt Elfen treffen. Aber wir sollten nochmal mit allen aus der Gruppe reden. Wir haben jetzt noch nicht alle Meinungen gehört. Wir gehen jetzt einfach zusammen zum Camp. Wer fehlt denn noch? Castellani und ich denke, Tashmiro hat sich auch noch nicht geäußert. Miro ist mir unheimlich. Ja, mir auch. Aber das haben wir ja schon festgestellt. Warum ist euch Tashmiro unheimlich? Weiß nicht, so ist ihre Art und... Weil sie einfach so... Vampire töten kann. Ja. Das ist schon merkwürdig, oder? Und dann ist sie da irgendwie, ich weiß nicht, habt ihr nicht so erzählt, sie gehört dazu so einer und, hallo, ich Gottheit? Ich töte Vampire. Schon, und dann weiß ich nicht, vielleicht dann hätte man das ja auch anders lösen Turban. Können.
Sie macht so dann diese Gespräche immer sehr merkwürdig. Vielleicht sind Menschen einfach so. Ja, dieses Reden. Reden ist doch gut. Über so Trauer und so merkwürdig. Ja, ich habe auch gesagt, 2 Tage reichen noch jetzt auch echt mal. Mir wollte ja keiner glauben. Ich bin ja dann wieder. Ich gucke die Adept verständnislos an. Habt ihr schon mal jemanden verloren, der euch nahe stand? Inwiefern nahe stand? Familienmitglied, guter Freund, / Freundin. Meine Eltern sind ziemlich früh gestorben. Hat das länger als 3 Tage gebraucht, das zu verarbeiten bei dir? Hast du das schon verarbeitet? Was heißt verarbeiten? Wenn du an deine Eltern denkst, ja, kommen dann automatisch starke Gefühle hoch? Ja. Und Trauer, dass sie weg sind? Manchmal vermisse ich sie, ja, wenn du das meinst. So, und diese Trauer von dem Zeitpunkt, wo sie plötzlich verstorben sind, zu dem Zeitpunkt, dass du sie manchmal nur noch vermisst. Wie viel Zeit ist da ungefähr bei dir vergangen? Ein Tag. Ein Tag. Ja. Okay, jeder trauert anders, denke ich. Sie sind halt jetzt in die Sinn des Hallen, ist doch gut. So gesehen schon, aber dennoch vermisst man die Person vielleicht? Ja, das habe ich ja auch nicht bestritten. Okay. Und irgendwann komme ich ja auch dahin, also dann sehe ich sie ja wieder, ist doch gut, alles gut. Und solange muss ich so viel lernen, wie ich kann. Okay. Wenn das eure Strategie ist, finde ich das gut. Mhm. Vielleicht löse ich ja Magister Silberhaar irgendwann ab. Bestimmt. Ihr seid auf einem guten Weg dahin. Jetzt mal ehrlich, ohne mich wird er schon lange kein Lehrer mehr. Dann ist es gut, dass es dich gibt. Oder man sollte ihn vielleicht auch einfach absetzen. Nein, nein. Und ihn in den Ruhestand gehen lassen. Nein, das braucht man nicht. Solange nicht gefährlich ist. Für die Entscheidung, die er trifft. Nein, gefährlich. Nein, nein. Nein. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwelche Experimente gesehen, die er da gemacht hat, wo irgendwelche Blitze und Funken gesprüht haben, wenn da ein Fehler passiert würde. Ja, aber das ist doch nicht ein ganz einfacher Flimflam gewesen. Wo ist das Problem? Oder Manifesto. Also. Wie funktioniert das bei euch Menschen, dass ihr da so aufsteigt und du dann diese Position einnimmst? Ja, wenn man, also es gibt eine Reihenfolge. Also erstmal muss ich meine Magisterarbeit schreiben. Ein Forschen zu einem bestimmten Thema, aber ich kann mich nicht entscheiden. Also. Ach. Welches Thema soll es denn, also was wäre denn eine Möglichkeit? Ach, ich habe so viele, zum Beispiel was passiert, wenn Elfen sterben? Das wäre jetzt höchst interessant. Oder ob denn jetzt wirklich alle in dieselbe Halle kommen, weil überall Licht ist oder so. Das wären dann so meine letzten Überlegungen. Das sind jetzt aber nicht so magische Themen, das sind ja eher so philosophische Themen. Ja, das geht auch. Alles, was zur Verständigung führt. Spannend. Und Aerizio hat mir ja eine tolle Eingebung gebracht. Nämlich, man könnte, also meine Thesis, also möchte ich nicht beleidigen, Shayariel, aber jetzt hört er einfach mal meine Thesis an. Ihr kommt ja aus dem Licht, nicht wahr? Mhm. Ihr Elfen. Und das, was wir Menschen als das lichtigste Licht überhaupt kennen, das ist die Halle des Herrn Praios. Der was? Der Gott des Lichts, ist auch ein mehr Mensch. Oder weniger. Ja, das weiß man ja eben nicht. Ist ja kann ein man Gott. Den besuchen gehen?
Ja, ja, das ist der richtige Ansatz. Weiß ich jetzt nicht. Aber das klingt vielleicht, so irdisch. Vielleicht kommt er ja von ihm und ihr wisst es noch nicht richtig oder so, habt es vergessen oder so. Also vielleicht steckt da mehr hinter, also Elfen und Praios. Das. Ja. Aber Riccio hat auch gesagt, die Praioten würden das nicht so sehen. Aber er hat auch gesagt, dass du das nicht so sehen würdest. Und jetzt bist du da auch ziemlich interessiert dran. Also. Ja, ja, aber das glaube ich nicht. Also, weiß ich nicht. Aber mich würde interessieren, was mit Vampirelfen passiert. Das ist echt eine Frage, die mich die letzten Tage beschäftigt hat. Und wo ich immer drüber nachdenke. Mhm. Ach, wenn ich so viel über den. Nein, ich glaube, wenn ich über diese Nachtodsachen studieren will, dann muss ich nochmal nach Brabak zum Studieren. Das ist, glaube ich, auch nicht gut. Das hört man irgendwie ganz schlimme Geschichten drüber. Nee. Vielleicht bleibe ich einfach bei dem Elfenforschung, ja. Ganz generell nur. Naja. So, zurück im Lager. Snorri, hast du von dem noch einen Schluck? Na klar. Bremerfeuer habe ich immer. Das ist prima. Egal, ein Schluck natürlich. Geht. Natürlich. Ein Schluck Prost. Geht. Prost. Auf dein Wohl. Auf unser aller Wohl. Ja, der passiert, stellt viele Fragen. Castellani zieht so eine Augenbraue hoch. Was passiert, wenn ihr nichts mehr davon habt? Snorri. Dann sieht der Fluss wahrscheinlich aus wie ein Fluss wieder. Wir werden sehen. Mögen wir das Bremer Feuer nicht ausgehen. Was ist eigentlich dieses Bremer Feuer? Willst du probieren? Hier. Gerne. Ja. Sehr, sehr starker Alkohol. Genau. Das ist ganz fieser Schnaps. Au. Oh, der brennt. Ja, das erste Mal ist am schönsten. Betrinken wir uns jetzt alle, meint Anna mit der Tasse. Aber der ist gut. Und sorry, schon hat Snorri sie in ihrem Herz verewigt. Das ist doch wunderbar. Riccio, willst du auch? Nein, danke. Ich trinke nur was, was auch schmeckt, wenn ich mir nicht meine Geschmacksnerven verätzt habe. Das, was er sagt, meint Castellani. Hilberto, also der Tonus ist halt weiter, wir nehmen den direkten Weg. Weil es ist ein Hilferuf und es wären 2 Tage Umweg. Ja, ja, bla bla. Einfach auf dem Rückweg dunkel. Könnten wir bei den Elfen. Ja, da brauchen wir aber die Informationen nicht mehr. Aber du könntest ein Elfendorf studieren, wenn sie es zulassen. Könnte ich, kann ich aber immer. Darum geht's mir nicht. Okay. Es wurde auch darüber diskutiert, ob diese Elfen überhaupt etwas wissen über das, was in den Salamanderstein vor sich geht. Sie wohnen direkt daneben, klar wissen die was. Ist die Frage, wenn sie sich abschotten, abkapseln? Dann wissen sie zumindest, wovor sie sich abschappen. Und wo das Böse beginnt und wie es aussieht, worauf man achten muss. Vielleicht treffen wir sie ja. So die Katarolle. Vielleicht aber auch nicht. Und dann laufen wir einfach so in irgendeine waldelfische Falle rein oder so. Oder übertreten irgendeine Grenze, von der wir nichts wissen, dass sie da ist. Nichts für ungut, Shayariel, aber bisher wart ihr nicht sonderlich hilfreich, was Kommunikation angeht, was diese Dinge anbelangt. Bisher ist aber auch noch nichts passiert. Ja. Da seien die Götter vor. Ja, da sind jetzt die Götter dran schuld und nicht Shayariel oder was? Also nichts gegen die Götter, aber du kannst nicht nur alles Gute auf die Götter schieben und alles Schlechte auf Shayariel. Das geht ja mal gar nicht. Nein, das geht wirklich nicht. Du mit Tätschel Tilberto so ein bisschen auf die Schulter.
meine, ich kann jetzt auch nicht versprechen, dass nichts passiert, weil wer weiß, wie die Völker hier drauf sind, aber das können wir eh nicht vermeiden in die eine oder andere Richtung. Das kann sowohl passieren, wenn wir ins Dorf gehen, als wenn wir weiter auf dem Weg bleiben. Mhm. Dadurch, dass es auf der Karte eingezeichnet ist, ja, muss ja irgendjemand schon mal da gewesen sein. Also können die gar nicht so schlimm sein. Die Waldelfensiedlungen sind zumindest nicht eingetragen. Aber ihr habt euch eure Meinung ja schon gebildet, also laufen wir direkt einfach ins Ungewisse und vertrauen darauf, dass die Götter und Shayariel uns vor allem Bösen bewahren. Haben wir die letzten Tage irgendwas anderes gemacht? Naja, bis hierhin wusste ich zumindest so halbwegs, wo wir langlaufen. Ich habe keine Ahnung, wo wir langlaufen. Ab jetzt dich auch nicht mehr? Dann sollten wir vielleicht nochmal schauen, dass wir wirklich den richtigen Weg haben. Dafür bist du da. Schon. Ich bin raus. Ich folge nur noch. Und halte mich an Lumin. Aber ich meine, wir können schon auch verlaufen, wenn wir dieses Dorf suchen, wenn das 2 Reisen entfernt ist. Naja, aber das gegen wenn das es an den Quillfällen ist, müssen wir einfach nur dem Fluss folgen. Ah, der Fluss. Ich spreche jetzt einfach mal ein Machtwort, mein Silberhaar. Wir machen keinen Umweg. War richtig, Adeptatasse, ne? Keinen, nicht einen. Mal gucken, welche Entscheidung der Adepta jetzt trifft. Sie hat so leichte Schweißperlen auf den. Ja, sag ich da. Kein Umweg. Direkt querfeld ein. Aber wir hatten doch sogar in der Vision eine Auelfensiedlung. Also ja, müssen wir dann vielleicht die ja noch. Und vielleicht ist es ja auch die Waldelfensiedlung. Also Architektur ist jetzt auch nicht so mein Fachgebiet. Also ich kann elfische und menschliche Architektur auseinanderhalten, aber auelfische und waldelfische Architektur. Ich weiß nicht. Also ich könnte hochelfische Architektur. Ich glaube, das unterscheidet sich noch einmal ein bisschen. Da haben sie, weißt du, da hast du diese runden Bögen und dieses, und dann fängt dann an, irgendwie so einen Vortrag zu halten über hochelfische Architektur. Wow. Ich gehe schlafen. Gute Idee. Ich mach die erste Wache. Ich mach die erste Wache auch. Ich versuche mich nochmal kurz zu orientieren, wo es jetzt weitergeht und wie wir den richtigen Weg finden. Ihr müsst euch jetzt quasi querfeld ein durch die Wälder schlagen und kürzt damit quasi ab. Und direkt auf den Silberbuchenwald zulaufen. Anstatt einmal am Fluss lang einen Bogen zu machen. Gut, und dann würde ich nochmal mir dieses Windspiel angucken, was ich mitgenommen habe, ob ich da noch irgendwas erfahre. Und kannst du so aufhängen oder so in den Wind hängen oder ein bisschen damit rumklimpern. Ich klimper halt so damit rum. Hohle Nüsse und hohle so Eicheln, die da irgendwie reingespannt sind und so ein paar hohle Äste, wenn die so eine Klänge von sich geben. Und steht da irgendwas drauf? Nein. Also ich habe keine Information, von wem das ist. Ja, es sieht schon elfischer Machart. Also so würdest du es halt auch machen, wenn du so ein Windspiel bauen würdest. Oh. Wobei du jetzt auch nicht weißt, wie Menschen Windspiele machen oder Goblins. Also. Dann setze ich mich noch ein bisschen ins Feuer und würde dann auch schlafen gehen. Snorri auch? Ja, Snorri macht die dritte Wache. Also legt sich jetzt erstmal dann die Wache vor morgen. Ich mache dann eine Wache mit Snorri zusammen. Gut. Diejenigen, dann bis morgen früh. Diejenigen, die dann früh schlafen gehen, fallen auch in einen schönen, angenehmen Traum. Was träumt Snorri? Irgendwie noch was von diesem Fluss. Also, das beschäftigt ihn sehr. Und das Glitzern des Flusses. Genau.
Und der vielleicht eine so Nymphe, um ihn rum wechselt. Vorsteigt. Ja, und wechselt immer mal die Richtung. Und ich, also Snorri steht da so mittendrin und schaut sich das sehr fasziniert an. So ein bisschen was Psychedelisches. Aber gut. Ja, es ist, du fühlst dich irgendwie so heimisch und irgendwie das Rauschen des Baches und das Wasser, irgendwie du spürst du das Wasser auf der Haut und so und die die Nymphe war ja nicht da, du hast ja keine gesehen, aber im Traum ist sie da und schwimmt halt so einmal den Fluss auf und ab und so das Schuppenkleid so schillert in so verschiedenen Farben und sie lächelt dir zu und spielt mit ihrem Haar und so und sie ist ganz, ganz nett anzusehen. Und dann irgendwann wechselt so die Stimmung in deinem Traum und du fühlst dich beobachtet. So gerade irgendwie, als du dich so an der Nymphe satt siehst, so denkst du so, irgendwie guckt jemand und beobachtet dich so, wie du die Nymphe beobachtest. Ja, ich fühle mich ertappt und Dann springen wir zu Aritios Traum. Von was träumt denn Aritio? Ich träume von zu Hause. Ja, wie sieht das bin da aus? Ich bin wieder in Grangor, weil das alles ganz anders ist als hier. Also ganz die Stadt, eine normale Leute. Handel, der Trubel in der Halle, die versteckten Zeichen, die klimpernden Münzen. Die kleinen Akoluten, die man hin und her schicken kann. Die aufs Wort horchen. Irgendwie das Sternenfernrohr. Wo man nachts die Sterne mit beobachten kann. Und wie verhält sich Alricio in seinem Traum, wenn das da so schön heimisch ist? Ich glaube, ich werde einmal die von Fäkalien und Rauch geschwängerte Luft einatmen. Wie sich das in der Großstadt halt gehört, riecht es vor allem danach. Und werde wahrscheinlich einfach irgendwo auf irgendein Dach klettern, um mich hinzusetzen und über die Stadt zu schauen. Du bist mute? An eine bestimmte Stelle, wo du immer über die Dächer geschaut hast. Sonnenuntergang vielleicht gerade, wie man den irgendwie, wenn die Sonne gerade untergehen sieht oder aufgehen sieht, so über den Häusern, sich so ein bisschen die Preios-Scheibe mit ihrem Licht so ein bisschen bricht und diese Dämmerung der Fextensstunde irgendwie dann anbrechen kann, oder der Fextenszeit. Eigentlich bringt das so ein wohliges Gefühl. Ist ja auch Heimat, ne? Aber da steht jemand auf dem anderen Dach gegenüber, schaut in deine Richtung. Hinter dem Kamin lugt er hervor. Oder sie, oder es. Das gehört da eigentlich nicht hin. Das ist nämlich das Dach von einem Bekannten von dir. Du weißt, dass der selten aufs Dach klettert. Ja, vielleicht würde ich gerne mal mit dieser Person sprechen. Ja. Ich wink so. Der Kopf verschwindet wieder hinter dem Kamin. Und was träumt Shayariel? Ich träume Melodien und Klänge und Gefühle und Erinnerungen durchmischt. Also keinen klaren Traum, sondern eher Farben, Erinnerungen, Gesänge aus der Sippe. Dann spürst du in der Melodie, die du wahrnimmst, ein zweites Lied, das sich über deins mischt, das sich mit deinem mischt. Ich lasse das, glaube ich, einfach so laufen und beobachte oder höre hin, was das für ein Lied ist. Es ist irgendwie ein vertrautes Lied, vielleicht so eine Art Begrüßung. Du meinst so im Rauschen des und in der Melodie, in dem Pfeifen, vielleicht ist es eine Flöte oder eine Harfe, man kann es nicht so genau sagen.
Oder eine Trommel? Hörst du da irgendwo eine Trommel? Auf jeden Fall ist da das Sanyasala. Dann bleibe ich da und träume noch ein bisschen mit und melodiere mit. Und finde das eigentlich ganz nett. Ja, Snorri, dann fühlst du dich ertappt. Was machst du damit? Wachst du auf aufgrund dieser Ertapptheit mit so einem puterroten Kopf? Oder? Ja, schon. Dann werden Lumin und Tashmeru dir die Wache halten, gleich vielleicht was wahrnehmen. Alrizio, wie kommst du aufs andere Dach? Willst du gar nicht versuchen, rüberzukommen, sondern winkst einfach nur. Klar, ja, klettern. Ich kenne mich ja aus, also dürfte eigentlich nicht allzu schwer sein. Einmal so über die ein bisschen parkourmäßig über die Schwellen der Grangora-Dächer. Aber die andere Gestalt ist ein bisschen merkwürdig, weil wenn du dir näher kommst, verschiebt sie sich automatisch auf das nächste Dach. Und in diesem Augenblick ist es vielleicht gerade der Augenblick, wo Arizio merkt, dass er sich in einem Traum befindet, weil das kann eigentlich nicht passieren. So wie so dieser Tunneleffekt und zack ist sie wieder auf dem nächsten Dach und zack wieder auf dem nächsten Dach. Alles klar, also ich weiß jetzt quasi gerade, dass ich mich aktiv in einem Traum befinde und diese Person das kann, ja? Dann mache ich das einfach hinterher, dann mache ich das auch. Ja, wie gesagt, jedes Mal, wenn du versuchst, näher zu kommen, und irgendwann ist sie verschwunden, die Gestalt. Als du irgendwie so sagst, jetzt habe ich dich gleich. Und gerade so willst du nach ihr packen. Also sie läuft quasi so ein bisschen von dir weg, hat den Rücken zugewandt. Du siehst noch bauschige Kleidung, die eigentlich nicht nach Grangor gehört. Also kein Mantel oder so, sondern eher so ein Bauschhemd. Also eher elfische Kleidung. Hört wahrlich nicht nach Grangor. Auch die Farbtöne, erdig, braun. Einen Bogen auf den Rücken geschnallt. Und als du gerade fast da bist, löst sie sich einfach in Luft auf. Und Shayariel gewöhnt sich an die zweite Stimme. Ins zweite Lied. Und was machst du damit? Und immer wieder der Gruß. Der Gesungene. Also irgendwie habe ich ja vielleicht doch die Sehnsucht, dem nachzugehen, was das ist, und zwinge mich dann doch dazu aufzuwachen, zu gucken, ob das nur mein Träumen vorkommt oder der Gruß auch im Irdischen. Also du zwingst dich aufzuwachen. Ich zwinge mich aufzuwachen. Dann werden Shayariel, Arizio, Snorri gleichzeitig aufwachen. Zwischen Lumin und Tashmeru, die ja gerade was machen während ihrer Wache. Wolltet ihr euch noch unterhalten, oder? Wer tun? Schwer hat sich irgendwann eine Pfeife angezündet. Ich würde Tashmeru im Prinzip so ein bisschen ausfragen, so ihre Vergangenheit, ihr Werdegang. Also ich finde es spannend und habe ich Alricio tatsächlich auch noch nicht gefragt. Wie kommt es dazu, dass man Geweihter wird? Also wird man quasi auserwählt? Kann man da eine Art Ausbildung für machen? Oder? Naja, bei mir war es ein bisschen. Tod meiner Mutter bin ich mit dem Orden in Kontakt gekommen und habe mich ob meiner Familiengeschichte als Tochter eines Händlers doch sehr privilegiert gefühlt und gesehen, dass es Leute gibt, die nicht so privilegiert sind, und wollte ihnen helfen, bin deswegen dem Orden beigetreten und fand das interessant und bin auch dann in alles eingeweiht worden und dann ich vor knapp 3 Jahren meine Weihe erhalten. Und wie, ich weiß nicht, ob man das beschreibt, aber wie fühlt sich das an? Es ist wie, was meinst du, wie fühlt sich was an? Nun ja, eher, ich meine, Geweihte können meines Wissens nach Wunder bewirken. Wenn du sowas tust,
Fühlst du da die Präsenz der Göttin direkt oder wie kann ich mir das irgendwie vorstellen? Es ist wie eine Berührung, ein Durchströmen von Energie. Das kann man sich nicht so ganz vorstellen. Vielleicht am ehesten noch, wenn so nach einem Regenschauer vielleicht die Sonne durch die Wolken bricht. Ich weiß es nicht, wie man sich das, also für mich ist es einfach sehr natürlich, dass einfach ihre Kraft durchflutet mich, wenn ich sie darum bitte, dann bekomme ich von ihr einen Teil ihrer Kraft. Und in dem Moment wachen alle auf. Auch Adepta Tassia schreckt hoch gleichzeitig. Ja, ich gucke dann wahrscheinlich verwirrt, weil der ein oder andere vielleicht dabei ein Geräusch macht. Wow, was? Alles in Ordnung? Snorri hat einen butterroten Kopf. Shayariel sieht ziemlich bestimmt aus. Und Airicio ist ein vielleicht. Ja, wahrscheinlich wache ich dadurch so ab, dass ich so hochpack. So. Genau, ich hab dich oder so. Wir so, wow. Hey. Alles okay bei euch? Habe ich schon Wache zu halten? Nein. Also ich versuche so ein bisschen mein Gesicht zu verbergen. Es ist mir alles sichtlich peinlich und unangenehm. Ich habe das Gefühl, wir könnten nicht allein sein. Ja, da sind wir uns doch sehr sicher und guckt zu Shayariel, weil ihr beide ja die Vorspuren gesehen habt. Da ist eindeutig eine Elfe in meine Träume eingedrungen. Was? In meine auch. Lumen steht ein bisschen auf und guckt sich um, so im dunklen Wald, was so gar nichts bringt. Als Haschmere also, tut es ihm gleich. Elfe war, weiß ich nicht, aber ich wurde beobachtet. Ja, Elfe. Wer mit solcher Kleidung im Grangor rumrennt, muss Elfe sein. Wie meinst du das? Gucken verwirrt. Egal. Ich bin noch nicht ganz wach. Das heißt, ihr seid alle gleichzeitig aufgewacht. Adepta, was? Wieso seid? Also was habt ihr gesehen? Ich glaube auch, dass da eine Elfe war. Ihr Kopf sieht so ein bisschen ähnlich aus wie der von Snorri. Also auch wenn Shayariels Fußnägel sich gleich wahrscheinlich einfach hochkrempeln, aber Lumen würde mal so auf Elfisch in den Wald reinrufen, hör auf mit unseren Träumen zu spielen und komm raus, wir können reden. Schmero guckt halt, hat sich mit dem Rücken zum Feuer gedreht und wird halt auch in die Dunkelheit gucken, so ein bisschen ums Feuer gehen, ob es irgendwo einen Schatten huschen sieht. Nein. Shayariel, können das viele eures Volkes? Nein, das ist eher ungewöhnlich. Also wir können natürlich schon miteinander kommunizieren, wir träumen voneinander, aber sich bewusst in die Träume der anderen zu geben, das habe ich so zumindest bei uns nicht erlebt. Das ist beunruhigend, denn ich habe sowas schon mal erlebt. Aber vielleicht sehr magische Wesen vielleicht schon. Ja, ich habe sowas schon mal erlebt, allerdings da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht einfach nur irgendein Elf gewesen ist, sondern er hat sich als Avantalva zu erkennen gegeben. Wie meinst du das? Mach du ruhig erst Shayariel. Das fand ich jetzt auch interessant. Ich dachte bloß, vielleicht liegt es einfach an den Salamandersteinen und dass man hier den Träumen näher ist, aber vielleicht ist es auch was ganz anderes. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der Elf gefährlich ist, sondern eher friedlich, aber wer weiß. Ich will nicht sagen, vielleicht ist der einfach nur neugierig, keine Ahnung, aber mir behagt es einfach nicht, dass sie in den Träumen rumvorwerken kann. Es ist wirklich seltsam und selten. Shayariel, magst du mal rufen? Vielleicht antwortet die
die Elfe auf, der Elf auf deine Anfrage. Ich, genau, singe das einfach mal war das. Eindeutig ein Elfen. Elfin. Ich rufe einfach mal die Begrüßung. Also die Melodie, die sie gesungen hat in meinem Traum, versuche ich einfach auch zu singen. Ja. Aber passiert nichts. Kann man nicht außer, dass Schreier wieder schön singt. Ich gucke zur Adepta. Gibt es vielleicht eine Art Ritual oder Zauber, der vor sowas schützt? Vor was? Jemand, der in Träume eindringt? So, da müsst ihr jemanden fragen, der sich mit Traumreisen oder so auskennt. Da ist es nicht mein Spezialgebiet. Guckt auf die noch schlafenden Silberhaar und Castellani. Einer von den beiden? Also, ich wäre verwundert, wenn einer von denen das kann. Oder, ja, vielleicht weiß er, dann ist das Silberhaar, zumindest von der Thesis, aber die Thesis ist mir auch bekannt, ja. Es gibt magische, es gibt Zauber, die mit denen man in Träume reisen kann. Ja, aber ich kann die nicht. Ja. Aber so oder so, ihr solltet schlafen. Wir müssen morgen wieder eine weite Strecke. Ich glaube, ich werde erstmal noch was Tee trinken. Haben wir noch Tee? Oder muss ich neuen kochen? Ich habe nicht drauf geachtet, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist nicht mehr so viel da. Wir sollten auch einen neuen aufsetzen. Dann mache ich das mal. Tashmiro, wie eng bist du mit Bestariel? Es geht. Ich guck gerade mal. Und, Na, wie sieht das aus, was du machst? Ich meine, ich gucke jetzt mal Ote gesagt, was ich da habe. Im Grunde gibt es da ja was zu. Such gerade nochmal. Die Details leider noch nicht so rausgeschrieben. Bevor ich mich heute Nacht wieder irgendwann hinlegen sollte, muss hier was passieren. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Geht mir ähnlich. Auf geweihte Weise irgendwelche Schutzkreise, Gebete? Ja. Ich kann. Aber Schutzsegen kann ich wirken, aber das wirkt mehr gegen Raumschutz. Kann man übrigens immer, Lumin. Bitte? Beten kann man übrigens immer. Kurz frei, was war Ort der Ruhe nochmal für einen Zauber? Für eine Liturgie. Ich bin es noch nicht rausgeschrieben. Ich muss mir das mal erstmal aufschreiben. Das müsste Ayrithio auch alles können. Ort der Ruhe. Ort der Ruhe ist ein allgemeiner 12-Göttersegen. Einer der 12 Segnungen, ne? Ja. Da weiß ich jetzt gerade nicht, ob der passt. Hilft wahrscheinlich beim Regenerieren und beim besser Schlafen oder so. Naja. Aber vielleicht will die Elfe in der Art erstmal gucken, wer wir sind oder wie wir drauf sind. Ich hoffe, dass ihr nichts gemacht habt, was sie irgendwie verärgern könnte. Ich würde versuchen, noch mal ein anderes Lied zu singen, nämlich das Lied des Windgeflüsters, um zu gucken, ob ich doch noch irgendwelche Informationen aus der Umgebung darüber erhalte. Über was? Na, ob die Elfe in der Nähe ist oder ob wir doch alleine sind, ob sie sich in letzter Zeit hier in der Nähe aufgehalten hat, ob sie friedlich gesonnen ist. Und wie willst du das rauskriegen? Durch den Wind. Das ja. Ja, der Wind ist nicht sehr aussagefreudig heute. Irgendwie kriegst du gerade keinen Connection. Ich glaube, langsam bin ich oder Shayariel etwas ungehalten und genervt.
So, für elfische Verhältnisse so ein bisschen so. Wir das jetzt aber wissen. Oder zumindest weiter schlafen. Ich hasse es, im Schlaf gestört zu werden. Ja, also da wird sich nicht viel tun. Vielleicht schlaft ihr einfach weiter und versucht mit ihr in Kontakt zu treten, mit ihr zu sprechen, kommunizieren, irgendwas in der Richtung. Oder ihm. Ich glaube, es ist ganz eindeutig, habe ich ja schon mal gesagt, eine Elfenfrau, und wenn, weiß ich nicht, was kann man denn machen, um sie zu verschrecken? Ich weiß nicht, ob wir hier versuchen sollten, Elfen zu verschrecken, denn immerhin sind wir auf oder an ihrem Gebiet. Vielleicht sollten wir ja versuchen, mit ihnen zu reden. Ja, gute Idee. Mhm. Wenn nicht nochmal von ihr träume, dann frage ich sie. Ja, ich habe es versucht. Hat nicht geklappt. Ist weggelaufen. Hm. Hast du sie denn gefragt? Irgendwas? Ich habe gewunken und bin auf sie zu. Und sie ist weg. Hm. Vielleicht hast du ja Angst. Ich habe erst gewunken. Also ich habe nicht so getan, als würde ich ihnen leid wollen. Hm. Wie hast du gewunken? Mach nochmal. Shayaril, ist das irgendwie anstößig oder so? Was machst du denn da? Ich glaube nicht. Also ich habe jetzt nicht irgendwie ihre Mutter beleidigt oder so dadurch. Nein. Das ist schon mal beruhigend. Ich wollte sie ja auch nur uns beobachten und gar keinen Kontakt aufnehmen. Und ist deswegen verschwunden. Na toll. Was hast du denn gemacht, Snorri? Erst verfolgt jemand Adepter und jetzt lauert auch noch jemand oder eine in Träumen auf. Gefällt mir alles nicht. Hast du auch gewunken, Snorri? Nee, ich war im Fluss unterwegs und bitte mich beobachtet. Ah ja. Wieder der Fluss. Ja. Ja, es scheint mich länger beschäftigt zu haben. Hat der Fluss besonders geschmeckt vielleicht in deinem Traum? Ich habe nicht das Wasser probiert, ich habe die Farben gesehen und die leuchtenden Fische und... Alter, du und der Fluss, ne? Jetzt lass ihn doch mal... Irgendwo muss der Torwaller doch zum Wasser kommen. Was glaubst du denn? Ja, wir sollten dich ab jetzt nur noch Snorri Quilson nennen. Vielleicht, Snorri, möchtest du sowas von dem Flusswasser mitnehmen vielleicht? Also damit, dass du immer ein bisschen Fluss mit dir rumschleppst. Also. Vielleicht ist es gar keine so doofe Idee. Der alte Mann und der Fluss. Ja. Ich begleite dich zum Fluss. Ich weiß nicht, ob wir jetzt, wo wir wissen, dass irgendwelche Elfinnen uns beobachten. Wir gehen zu zweit. Warum sollte sie uns meucheln, nachdem wir herausgefunden haben, dass sie uns auf den Fersen ist? Ja. Warum sollte sie es tun? Das ja ruckt so zu Alricio rüber. Vielleicht gerade deswegen? Nachts durch den Wald gehen. Fragt mich nicht. Also wenn sie tatsächlich vorgehabt hätte, uns zu meucheln, dann hätte sie wahrscheinlich schon längst damit begonnen. Ja. Nicht erst gewartet, bis sie in unseren Träumen so auftaucht, dass wir sie sehen können. Und zwar alle. Also die muss schon ziemlich dumm sein, wenn wir sie alle gleichzeitig sehen können. Das macht Sinn. Und sie das nicht will. Oder? Wie weit ist es denn zum Fluss eigentlich? Oder sie ist hochnäsig. Oder neugierig. Dann kann sie auch rauskommen, wenn sie neugierig ist. Vielleicht hat sie Angst.
Und will nicht Bardock werden. Ich mause mich noch zum Elfenexperten. Die alte Neugiernase. Warum sind eigentlich die beiden Magister nicht aufgewacht? Geh mal zu einem der Magister und schau mal, ob der atmet. Vorsichtshalber, weil sie gerade vom Meucheln gesprochen haben. Magister Silberhaar ratzt und raunzt fröhlich vor sich hin. Okay. Castellani geht's auch gut, ja. Wenn du zu Castellani rübergehst, schlägt er sofort eins seiner Augen auf. Kannst du nicht schlafen? Wachablösung? Nein, schlaf weiter. Schließ das Auge wieder. Und ihr habt Angst vor dem, was hinter uns her sein könnte? Und morgen spielen wir eine Runde Wer hat Angst vor Castellani? Hilberto hat einfach nur einen sehr leichten Schlaf. Ja, habe ich. Wenn du das sagst. Dein Wort ins Hafnis Ohren. Okay, dann weiß ich nicht. Also wenn jetzt jemand eh nicht mehr schlafen kann, dann nehme ich wegen mir, dann leg ich mich mal aufs Ohr. Aber Wache hätte ich eigentlich noch. Ich bleib jetzt, glaube ich, einfach wach. Elfen brauchen eigentlich eh nicht so viel Schlaf. Ist das so? Kommt drauf an, wir schlafen schon normal viel, aber so in Situationen, wo wir gebraucht werden, können wir auch auf Schlaf verzichten. Auch weise. Was ist denn für euch Elfen normal viel? Na, so wie Menschen auch. Also okay. 6 Stunden oder so. Oder 8. Oder ich weiß nicht, ich glaube, manche schlafen auch 12, die ganz alten, aber sonst schlafen wir so 6-7 Stunden und wie gesagt, aber manchmal auch wochenweise gar nicht, aber dann müssen wir das nachholen. Dann schlafen wir manchmal auch tagelang durch. Könnt wochenlang wach bleiben? Ja, doch, wenn wir so unterwegs sind und Missionen erfüllen, dann können wir auch gar nicht schlafen, aber das machen wir eigentlich selten. Das ist sehr anstrengend vor. Das ist sehr, sehr anstrengend. Das, wie gesagt, dann schlafen wir danach dann eigentlich nur noch. Okay. Willst du mitkommen, Lumin? Damit du weißt, dass wir nicht verloren gehen, Snorri und ich? Ja, ein paar Schritte sind vielleicht nicht verkehrt. Andererseits schützt dann nur noch Tashmiru das Lager. Was heißt nur noch? Was soll das denn bitte heißen? Denn Shayariel ist nicht gut genug, oder was? Ich bin auch da. Ach so, Shayariel ist ja auch da, genau. Ja, gut. Und Alricho kann verdammt gut mit seinen Messern umgehen. Wir können auch Alricho wecken, wenn er dann gebraucht wird. Aber ich glaube, Tashmiru kann ja auch Vampire erledigen, also kann sie alles. Naja, ich kann nicht alles, aber ich kann mit dem Dolch durchaus auch so umgehen und dass es ein Vampir auf die Klinge schafft. Wir denken einfach mal alle nicht an Vampire und kommen gleich alle wieder ganz gut in den Schlaf. Braucht sonst jemand noch was Flusswasser? Gerne. Na dann, Snorri, Lumin, ab dafür. Ja. Ich nehme irgendeine Lichtquelle mit, macht das Sinn? So ein kann einen Flimflam machen. Oder meinen Stab in eine Fackel. Ja, das ist einfach. So viele Lumen hat Stößt den Stab so in den Boden und da wird eine Fackel draus. Okay, also kein Holzscheit aus dem Feuer. Nee, lass das Feuer mal gut, so wie es ist. Mhm. Ja. Ich gehe vor mit der Fackel. Und ich würde nur so neben Snorri gehen und sagen, pass auf, letztes Mal hat Adepta schon, wurde Adepta verfolgt von jemandem. Es ist dunkel, Snorri. Finster im Wald. Ja, ich... trotzdem, also man merkt, der alte Mann ist etwas nervös. Ja, es knackt und knickt auch. Aber in der Ferne hört man zumindest den Fluss rauschen. Ja, ich lege meine Hand auf Snorris Schulter. Wohlwissend auch, um mich selber ein bisschen zu beruhigen. So. Shayariel strummert noch ein bisschen um das Lager und guckt, ob da alles in Ordnung ist und findet dann das Windspiel vor, was du aufgehängt hattest.
Das bewegt sich. Obwohl gerade kein Wind weht, wie du ja festgestellt hast, als du mit ihm reden wolltest. Oh, dann gucke ich mir das mal genauer an. Warum sich das bewegt und ob das magisch... Klimpert und... Aber ich kann dem nichts entnehmen, ob das eine Melodie ist oder... Keine Melodie. Einfach nur das Windspiel, was sich bewegt und dann halt dadurch... Warnhinweis, dass hier irgendwie Wesen, Elfen unterwegs sind. Vermutlich. Ein klimperndes Windspiel ohne Wind. Ich versuche mal, sind noch irgendwelche Magier wach und in der Nähe? Nee, ne? Der Tassia ist mit Snorri und Lumin gerade weg. Ich und Hilberto, man weiß es nicht. Die haben beide Augen geschlossen. Ich gehe mal zu Tashmeru und erzähle ihr das. Das Windspiel bewegt sich, obwohl kein Wind ist. Ja, das ist schon seltsam. Das Schmiro zieht mir ihren Dolch so raus, guckt, ob der leuchtet, aber steckt wieder weg. Ja, was kann das sein? Das ist merkwürdig. Magie? Oder, naja, es ist ein elfisches Windspiel, das wird wohl kaum Götterwirken sein, das ist bewegt. Das ist eine Art Artefakt oder so. Liegt denn ein Zauber drauf? Weißt du das? Ist es irgendwas Elfisches eingewebt? Ich habe schon versucht, das zu untersuchen, aber ich habe nichts herausgefunden. Bei mir bist du mit sowas in der falschen Adresse. Also wenn es nach dir geht, ist da kein Zauber drauf. Ja, also ich glaube nicht, dass da auch ein Zauber drauf ist. Also es sieht aus wie das, was ich manchmal bastle. Kannst du denn irgendwas mit dieser Bewegung anfangen und die da drauf eingehen, auf diese Bewegung mit deiner Elfen, mit deinem... Ihr Elfen könnt doch... Jetzt ein Knacken im Unterholz. Also das hast du bestimmt jetzt auch gehört, oder? Auch wenn du das Elfische irgendwie merkwürdig findest. Aber das war jetzt definitiv ein auch für Menschen hörbares Geräusch. Ja, ja. In der Richtung, wo Snorri und Lumin und Adeptatassia verschwunden sind. Dann gucken wir da mal hin. Richtung drehen und auch schauen. So die Augen abschatten, dass halt ihre Dunkelsicht besser funktioniert. Ist nichts auszumachen zwischen den Bäume, Sträucher. Dann bin ich mal wachsam und gucke, ob was passiert und ob sich was nähert. Was, keinen stumpfen Pfeil als Warnschuss, oder? Flüster ich. Ich finde, das ist jetzt nicht so die gute Art, einen Pfeil auf jeden abzuschießen, der sich uns nähert. Egal, ob stumpf oder nicht. Dann ruf doch mal, frag mal. Dein Elch ist wesentlich besser als meins. Meins ist eingerostet über die letzten paar Jahre. Ja, ich kann das nochmal versuchen, aber vorhin kam keine Antwort. Aber ja, dann rufe ich mal eine Begrüßung. Ja, irgendwo hinter euch, Snorri und Lumin, schallt es ein Sanyasala Feyama durch den Wald. Aber was ihr dann am Fluss vorfindet, das besprechen wir dann beim nächsten Mal. Weil wir sind irgendwie jetzt schon ein bisschen fortgeschritten von der Zeit her. Vielen Dank fürs Mitspielen. Ja. Vielen Dank fürs Leiten. Danke fürs Leiten. Es war ja ein bisschen chaotisch. Ja, die ganze Truppe ist ein bisschen chaotisch. Aber langsam kriegt man das so hin, dass jeder weiß, wo sein Platz ist. Ja. Und ein bisschen, es ist halt eine Gruppe, ne? Die einen sind dafür, die anderen dafür. Ja. Und ein bisschen Entmystifizierung von Tashmeru. Es ist jetzt klar, welcher Göttin sie geweiht ist. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Lumin wusste das schnell. Ja quasi schon vorher. Das ging schnell, ja. Aber es ist ja halt dieses Ehrlichkeits-Ding. Deswegen ist sie da offen das gesagt. Aber auch darum gebeten, wenn sie in Zivilisation kommen, dass das unter dem Verschluss bleibt. Willst du dir dann auch nochmal dran erinnern? Mach das. Nee, aber Schmero hatte ja am Anfang gesagt, so von wegen mein Orden und du warst mit den Sachen unterwegs und ich hatte halt einen Mabo-Schrein und dann hatte Alriccio gesagt, du bist eine Geweihte und dann lag es auf der Hand. Ja, und ich hatte tatsächlich am Brunnen, Lumin von, da hatte der Schmero im Brunnen gegenüber ja auch meine Göttin gesagt. Stimmt. Echt Gott. Ja. Das habe ich auch nochmal nachgehört, weil das ist wirklich nur zwischen uns beiden passiert, weil der Rest der Truppe nicht dabei.
Leider war es dann auch im Wald beim letzten Mal das Gespräch abgewürgt worden zwischen Alricio und Tashmero. Das wäre auch noch gewesen. Du bist so eine Geweihte. Und der so, okay, ich habe keine Ahnung, ob du wirklich eine Bohrengeweihte bist, ob du uns hier nur was vormachst oder was zum Teufel hier los ist. Naja, das hat er jetzt rausgekriegt, ne? Ja. Wir sind uns alle. Ja. Einen können damit was anfangen, die anderen nicht. Eine offene Geweihte. Ja. Viele sind das ja nicht. Funfreaks sagt auch, danke für die nette Zeit. Dankeschön, Funfreaks, dass du hier kommentierst. Danke. Auch für die tollen Emojis, die du da hast. Wo auch immer die her sind. Ziemlich cool. Finde ich. Ja. D&D-Emojis und He-Man-Emojis. Bei der Macht von Grayskull. Ja. Mhm. Und Ocke sagt auch, super Runde. Gevatter sagt, vielen Dank. Ja, Dankeschön. Danke, dass ihr zuschaut. Hoffentlich geht es in fröhlicher Runde in 2 Wochen wieder. Tengil ist gespannt, was da kommt. Schöne Szene. Vor allem, wenn Koali seine Spielerinnen quält. Ach was. Aber wir quälen ihn ja auch schon manchmal, von daher. Funfreaks ist selber Rollenspieler. Ja. Cool. Ist doch cool. Und hat ein TARDIS-Emoji auch noch. Du hast aber Sachen immer. Das ist gut. Da kann ja nichts mehr schief gehen. Und wenn, kann man es schnell wieder korrigieren. Oder man macht es schlimmer, ne? Irgendwas ist ja immer. Mhm. Ich hab tatsächlich letzte Woche wieder angefangen mit den ersten Folgen mit der Neuauflage. Dann hat er angefangen 2000 oder so. 2005, glaube ich. Also diese erste Folge mit den Mannequins habe ich gesehen. Und die zweite mit den mit dem aufgehängten Menschenüberrest auf der Raumstation. Ja, bei der ersten Staffel hast du halt alles gesehen. Die hatten halt kein Budget. Ne? Ja, aber das hat sie ja nicht davon abgehalten, gute Geschichten zu erzählen. Nee. Das sieht trotzdem immer nach 90er-Jahre-B-Movie aus. Das ist schon witzig. Hat aber einen gewissen Charme, finde ich. Ja, total. Ich sage nur, wollen wir 40.000 Jahre in die Zukunft reisen? Nein, da reisen wir nicht hin. Das ist eine dunkle Zeit. Funfreaks sagt auch, ich kann nicht in Sachen eingreifen, die seine eigene Zeitlinie betreffen. Also, wenn da was mit... Ne, ja. Wibbly wobbly, timey wimey. Ja. Ja. Also, wenn ihr das Abenteuer kennt, könnt ihr ja irgendwie in Spoiloidem mit Spoiler-Tag versehen, ob ihr wisst, was da passiert. Aber seid euch nicht zu sicher, denn es ist auch wie immer bei mir so, das Abenteuer ist nur eine grobe Richtlinie. Und wie man vielleicht schon am Intro der ganzen Runde hier sehen kann, ist das ein bisschen anders aufgezogen als das, was im Abenteuerbuch steht. Gucken, ob ich das durchgezogen bekomme. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Das ist immer gut. Gut. Ja, sehr schön. Ihr habt das richtig gut gemacht. Ja. Vielen, vielen Dank nochmal. Wir sehen uns hoffentlich in 2 Wochen wieder. Und bevor das passiert, können wir nochmal gucken, wo ich euch jetzt gleich hinschicke. Also ich suche jetzt was raus und der Pölle fängt mal an mit Eigenwerbung. Oder Fremdwerbung oder keine. Okay, Ahnung. Eigenwerbung. Wir spielen Grenzenlose Macht auf meinem Kanal. Wir sind ungefähr kurz vor dem 100. Video für unsere G7-Kampagne. Leute, die Bescheid wissen, das ist erst das dritte Abenteuer. Wir haben also auch ordentlich was vorweggespielt. Lohnt sich, wird cool. Wir haben eine ziemlich coole Gruppe, die auch extrem viel Charakterplay macht und sehr intensiv diese Wiederkunft des Dämonenmeisters bespielt. Genau. Nächste Woche, Samstag, also nächsten Samstag, geht's weiter. Ja, genau. Wer macht noch Eigenwerbung? Okay. Ich nicht. Schweigen im Walde, dann erzähl. Ich kann noch was Werbung machen für wenn ihr in NRW wohnt oder an der Grenze von NRW, so in knapp einem Monat macht ein Rollenspielverein, die Traumjäger in Hagen, eine Traumcon, eine Pen-and-Paper-Con, ein ganzes Wochenende lang.
Ich packe euch den, müsste funktionieren, den Link hier in Twitch rein. Genau. Vollverpflegungswochenende. Meldet euch an, kommt vorbei. Dann treffen wir uns in Real Life. Das ist 4. bis 6. August. So ganz gut genau. Aus. Dann kann Stadtpoetin kann noch ein bisschen Werbung für die Nerdchurch reinhauen, wie immer, ne? Ja, wobei es gibt, glaube ich, gerade gar nichts, weil es ist Sommerpause und das ist ja auch mal schön. Also es gibt jetzt am 7.7. Freitag nochmal so ein Treffen, da können auch andere dazukommen und es gibt ein Pub-Quiz und so, per Zoom ist das. Und ansonsten ist Sommerpause und ich... Auf dem YouTube-Kanal von der Nordschorsch kam aber jetzt vor 2 Tagen oder heute oder gestern irgendwas, also ja, eine Spielebesprechung. Genau, das ist noch ab und dann ist, glaube ich, jetzt 6 Wochen lang irgendwie so Chatbot-Gespräche oder sowas in der Art. Aber mir kann man folgen bei Instagram und Mastodon und BeReal und TikTok und was auch immer. Und mir im Sommer durch die Dolomiten folgen. Das ist jetzt nicht so wirklich ein nerdiger Kontext, aber was auch immer. Kann man mal machen. Ist auf jeden Fall sehr cool. Das stimmt. Hoffe ich. Darf ich sehen? Ja. Ja, und im Slive kann man auch auf Instagram folgen. Der kommt vor allen Dingen Zeug von seiner Arbeit. Genau. Bei mir, ich bin Pfarrer an der Uni in Hildesheim und bin da an der Studierendengemeinde und wir machen tolle Sachen und machen das immer ökumenischer. Man kann bei uns auch einfach so vorbeikommen. Also auch bei uns wird nicht nach Mitgliedsausweis Taufurkunde gefragt. Und am Donnerstag zum Beispiel machen wir ein biblisches Whisky-Tasting. Da kann man sich noch per Insta anmelden. Das wird sicherlich sehr cool. Und es gibt leckere Whiskys zur Verkostung. Und es kostet nichts. Also es kostet in der Regel nie was, wenn wir irgendwas machen. Und wird aber total nett. Das ist doch mal was. Guck dir mal, wenn er aus der Gegend kommt, ob er den... Live mal Hallo sagt und dabei ein bisschen Whisky trinkt. Ja, ich schicke euch weiter zu Star Wars RPG von Table Stories. Schauen wir mal, die haben zwar schon super viele Zuschauer, aber jetzt kriegen sie ein paar mehr. Grüßt schön. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ciao, ciao. Oh, schade. Schon vorbei alles, aber du kannst dir auch andere Sachen anschauen. Zum Beispiel das da. Oder das da. Mach das mal. Tschüss.